Schönen guten Tag. Ja, man hört es, hoffe ich, auf Radio 1. Trotz des eher mäßigen Wetters sind zumindest Hunderte gekommen, das kann man schon mal sagen. Sie können noch herkommen, wir haben noch, ich würde sagen, also Stühle haben wir noch frei, naja, so 25, na 20 vielleicht. Aber schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe hier heute schon mehrmals über meine Regen-App gesprochen. Kommen Sie her, um 12.45 Uhr auf die Minute wird es aufhören zu regnen. Außerdem haben wir hier ein paar Schirme und auch unter den Schirmen sind noch jede Menge Plätze frei, behaupte ich jetzt einfach mal. Also kommen Sie einfach her. Zum Park am Gleisdreieck. Wir haben diesen Talk Berlin-Talk genannt, weil es in erster Linie natürlich um die Berlin-Wahl in 2 Wochen gehen wird. Wir werden viel darüber reden, was denn in den vergangenen Jahren in Berlin richtig gut gelaufen ist und was schief gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, unsere Kommentatoren werden eher darüber reden, was schief gelaufen ist, aber vielleicht ist ja auch irgendwas gut gelaufen. Wir werden es rausfinden. Seit Wochen Berlin zuplakatiert mit Wahlplakaten. Jetzt mal alle applaudieren, die die Wahlplakate super finden. Ja, okay. Und alle buhen, die sie furchtbar finden? Ja, das ist 100%. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe mir trotzdem mal ein paar Slogans aufgeschrieben von den Plakaten. Ich sage die Partei nicht dazu. Freilandhaltung auch für Großstadtmenschen. Berlin braucht Schnauze. Whatever. Rot-Rot-Grün verhindern. Berlin bleibt fleißig. Wir waren 5 Jahre weg. Wir wünschten, wir hätten mehr verpasst. Das ist ganz lustig sogar. Die Stadt den Alten, den Jungen, den Großen und den Kleinen. Direkt bei mir vor der Tür, das habe ich heute Morgen noch gesehen, hängt: soziale Gerechtigkeit ist kein Naturgesetz, kalte Füße machen aggressiv. Oh ja. Und schließlich habe ich auch gesehen, kiffst du noch oder genießt du schon? Das sind alles mögliche Wahlplakate. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns das alles sagen soll, aber vielleicht können mir ja die Radio 1 Moderatoren, die Kommentatoren da weiterhelfen. Moderator bin ja ich, stimmt. Wenn Ihnen die Wahlplakate nicht reichen, ich habe noch ein bisschen recherchiert, kann Ihnen also sagen, dass Michael Müllers Lieblingstiere Erdmännchen sind, stimmt wirklich, dass er am liebsten Pizza Salami isst, Ramona Popp macht gern Mehlspeis und Pfefferhähnchen und Frank Henkel war mal Verkehrsreporter beim Privatradio 100,6. Stimmt wirklich alles, nicht ausgedacht, tatsächlich so. Wir werden hier heute also über Berliner Politik reden, aber in der zweiten Runde natürlich auch über das, was aktuell gerade passiert ist. Also über die Distanzierung oder Nicht-Distanzierung der Bundesregierung von der Armenien-Resolution, über Sigmar Gabriels Mittelfinger und über Schwarz-Grün auf Bundesebene. Wie Sie wissen ja, der Winfried Kretschmann hat sich gerade mit der Angela Merkel getroffen. Erstmal kommt aber unser Lieblingskabarettist, der sich sehr, sehr schick gemacht hat. Sie können übrigens diese ganze Sendung natürlich auf radio1.de sehen. Einfach auf die Startseite gehen. Da sehen Sie dann auch, gerade hat jemand zu mir gesagt, der mich allerdings kennt und immer beleidigt, wie: mit dem Hemd willst du auf die Bühne gehen? Ja, möchte ich. Also wenn Sie das Hemd sich angucken wollen, können Sie das auch machen. Und wie man richtig schick aussieht, das werden Sie gleich bei unserem Lieblingskabarettisten sehen. Sie kennen ihn aus dem Radio 1 Programm und von den Bühnen dieses Landes. Er wohnt in Berlin, ist glaube ich auch hier gemeldet. Stimmt das? Mal kurz nicken. Ja, er ist auch hier gemeldet. Kann also in 2 Wochen wählen. Geboren wurde er aber in Lörrach, in Baden-Württemberg. Und ich habe mal nachgesehen, weil wir ja beim Parkfest... Ist hier noch jemand aus Lörrach? Nee, niemand ist aus Lörrach. Ich habe hier gerade mal nachgesehen, weil wir ja beim Parkfest sind. Einer der beliebtesten Parks Lörrachs liegt westlich des Hühnerbergs. Es ist der Rosenfelspark und der hat als große Attraktion eine Konzertmuschel. Ja. Gleich erfahren Sie von ihm, ob er da mal aufgetreten ist in dieser Konzertmuschel. Hier ist für Sie Florian Schröder. Toll. Dankeschön. Toll. Ich muss sagen, für diese Recherche verzeiht man ihm jedes Hemd. Ja. Dass dieser Mann den Rosenfelspark in Lörrach kennt und ich bin noch nie in der Konzertmuschel aufgetreten und ich habe es auch nicht vor. Denn wenn ich singe, dann ist absolut alles aus, meine Damen und Herren. Aber schön. Lörrach. Ja, niemand hier aus Lörrach. Das ist auch okay. Also ich bin extra noch nach Berlin gegangen, möglichst weit. Doch, du da drüben? Da geboren, ja. Oh, ganz stolz. Da einer ist da. Oh, jetzt, scheiße, jetzt muss ich den ganzen Text ändern. Ja, ist eine ganz tolle Stadt, Lörrach, meine Damen und Herren. Wirklich, vermisse es sehr. Vor allem gerade hier in Berlin. Berlin ist mir zu provinziell. Lörrach, da ist wirklich das Leben zu Hause, meine Damen und Herren. Da kommt Ottmar Hitzfeld her, da kommen tolle Leute her. Christian Klar, der frühere RAF-Terrorist, kommt aus Lörrach, meine Damen und Herren. Einfach nur um 2 ganz große, die
nichts miteinander zu tun haben, einfach mal hintereinander genannt zu haben. So, was machen wir? Es wird gewählt in Berlin und ich, wo wir bei Plakaten sind, mein Lieblingsplakat ist dieses unglaubliche Plakat von Michael Müller, wo einfach nur steht Müller Berlin. Also wenn ein Name, wirklich wenn ein Name nicht passt für das Statement Müller Berlin, dann ist es der Name Müller. Ja, ich dachte, ist jetzt Müllermilch hier angekommen oder was ist passiert? Müller, Berlin. Und wenn du dann das Charisma von Michael Müller hast und dann auch noch so heißt, wie du aussiehst, nämlich Müller, ja, also er sieht ja auch aus wie ein Müller. Also so Durchschnittsmüller halt, ne? So Müller, Schröder, ja, das sind so Durchschnittsnamen. Ne? Und ich würde ja auch nicht schreiben, Schröder Berlin. Würden alle denken, Gerhard Schröder ist wieder da. Ne? Müller Berlin. Wenn du so aussiehst und so heißt, dann musst du verdammt nochmal 3 Minuten länger über dein Wahlplakat nachdenken, damit es wirken kann. Am besten lässt du einfach dein Gesicht weg, dann bist du am erfolgreichsten und deinen Namen auch, schreibst nur Berlin hin und dann gibt es Stimmen. Ja, aber wir sind ja alle irritiert in diesen Tagen. Jetzt heute Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und die große Schicksalswahl. Jetzt verstehe ich plötzlich, warum Thomas de Maizière zu Hamsterkäufen aufgerufen hat. Wenn das heute mit der AfD so ausgeht, wie es im Moment aussieht, dann werde ich wirklich ganz schnell noch den Späti leer kaufen heute Abend um 9:30 und einfach anfangen zu bunkern. Ja, denn es war ja wirklich ein Sommer. Auch kabarettistisch war es ein Sommer ohne Sommerpause. Es war so viel los. Im Grunde ging es los mit diesem Brexit-Votum in Großbritannien, wo man noch dachte, was machen die denn jetzt plötzlich? Wir wollen raus aus Europa. Von heute auf morgen. Plötzlich. Nur die Alten waren es, die das wollten. Hauptsächlich. Man muss sagen, die Alten über 50 haben mehrheitlich für den Brexit gestimmt. Hätten nur Menschen unter 50 abgestimmt, wäre es dazu nicht gekommen. Ja? Das ist eine Generation, die nur von Europa profitiert hat, über viele, viele Jahre, die unendliche Möglichkeiten durch dieses Europa bekommen haben. Und zum ersten Mal schafft es eine ältere Generation, für die jüngere Generation, die Welt kleiner und schlechter zu machen, als es für sie selbst war. Das war. Das war doch das Verantwortungslose, zu sagen, hey, uns ging es gut in Europa. Wir konnten die polnische Putzhilfe beschäftigen, weil sie eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Ja, könnt ihr bald wieder selber schrubben in eurem Klo in Großbritannien. Seid ihr dran schuld? Die Jüngeren, die hätten das verhindert, aber die waren zu wenige. Und sie haben nicht abgestimmt, das war auch ein Problem. Sie sind halt nicht hingegangen. Es sind einfach zu wenige hingegangen. Sie sind schon weniger und dann sind sie auch noch nicht hingegangen. Und die hingegangen sind, haben zum Teil schwachsinnig abgestimmt, ne, beim Referendum, haben einfach hingeschrieben, ich habe schon in meiner WhatsApp-Gruppe abgestimmt, ne, oder haben gesagt, Brexit ja oder nein, geht 2-1 für England aus. Ne. Ja, und ich wollte hingehen, haben viele gesagt, aber bei YouTube gab es keine Schminktipps und so. Also das Wort dumm steckt ja schon drin in Referendum. Ne, das war der Grund. Die jungen Leute, an denen ist es gescheitert. Sie sind nicht motiviert genug für Politik. Und deswegen bin ich ja der Auffassung, weil wir ein ähnliches Problem in Deutschland haben, wir müssen was tun. Bei der nächsten Bundestagswahl wird die Hälfte aller Wähler über 50 sein und nur 1/6 wird unter 30 sein. Wir sind schon wenige. Deshalb fordere ich europaweit das Wahlrecht ab 16. Das muss die Zukunft sein. Warum nicht? Es spricht nichts dagegen. Ab sofort mit 16 wählen gehen. Wer sich freiwillig dafür entscheiden kann, sein Leben bei Dieter Bohlen und Heidi Klum wegzuwerfen, wer sich freiwillig dafür entscheiden kann, für die Bundesrepublik sein Leben in Afghanistan zu lassen, der muss auch die Möglichkeit haben, bei einer Abstimmung die Mauern einzureißen, die die alte Generation plötzlich wieder aufbauen will. Deshalb. Aber wenn es schief geht bei den Wahlen in diesen Tagen, dann kommt ja der nächste Brexit demnächst in Österreich. Da wird im Oktober gewählt. Und wenn Norbert Hofer Bundespräsident wird, kommt der Öxit. Das ist der österreichische Brexit. Kein Witz, der hat schon angekündigt. Er möchte dann auch aussteigen. Da freue ich mich schon drauf. Wenn Österreich aussteigt, dann wird die Sachertorte auf Hanuta-Niveau runtergestuft. Kann das Wiener Burgtheater als Zirkus auf Tour gehen. Der Öxit kommt. Norbert Hofer, der Mann, der für die FPÖ antritt, hat beste Chancen, Bundespräsident zu werden. Und das hat gewaltige Konsequenzen, denn in Österreich hat der Bundespräsident ja noch wirklich was zu sagen. Der ist der Oberbefehlshaber des Heeres, gut des österreichischen Heeres. Also sagen wir mal, er ist der Chef eines Schützenvereins.
Und der schießt ja auch gern. Norbert Hofer hat ja gesagt, ich schieß halt gern. Klar, das ist ja auch die Kernkompetenz jedes Bundespräsidenten. Einfach mal schießen. Macht Joachim Gauck auch jeden Tag. Hat er selber mal gesagt, manchmal trete ich vor Schloss Bellevue, lasse einen Korken knallen und sage, Freiheit. Freiheit. Und dann gehe ich wieder schlafen. Natürlich, das ist die Kernkompetenz jedes Bundespräsidenten. Einfach mal ein bisschen rumballern. Und Norbert Hofer ist die große Gefahr, weil er raus wollte aus Europa. Weil er sagt, wir, das kleine Österreich, wir sind viel besser ohne die anderen. Und der Typ plant ja ernsthaft den Anschluss Südtirols an Österreich. 70 Jahre nach dem österreichischen Anschluss an Deutschland möchte er, dass Südtirol wieder zu Österreich gehört. Ich weiß nicht, ob er das ausreichend bedacht hat, denn das würde bedeuten, dass er Markus Lanz zurücknehmen muss. Das wäre die Konsequenz. Das sind irritierende Tage. Überall sind die Nationalismen im Gange. Überall kommen sie wieder, die großen Autokraten. Und dann plötzlich, mitten im Sommer, als ich dachte, jetzt wird es ruhiger, Putschversuch in der Türkei. Ich dachte, ich höre nicht recht, Putschversuch in der Türkei? Ich habe schon gesehen, wie Erdogan sich Schlepper organisiert, um dann nach Deutschland zu kommen, hier Asyl zu beantragen und dann aufgrund des EU-Türkei-Deals in den griechischen Inseln feststeckt und dann in die Türkei zurückgeschickt wird. Ja. Das hätte ich mir so schön vorgestellt. Und dann kommen sie aus allen Ecken und sagen, naja, aber vielleicht steckt er ja selbst dahinter. Vielleicht hat ja ausgerechnet Erdogan selber dafür gesorgt, dass es überhaupt diesen Putsch gab. Und das ist wirklich die dümmste Verschwörungstheorie überhaupt. Ein so dilettantisch ausgeführter Putsch, durchgeführt von einem demokratisch legitimierten Sultan, das hat Erdogan wirklich nicht verdient. Ja. Also, sorry. Als würde der Putsch so dilettantisch anstellen, ja, wo das Militär angeblich das Internet abstellt, aber Erdogan hat die Möglichkeit, aus seinem Feriendomizil noch per FaceTime zu kommunizieren. Was ist das denn für ein Putsch? Was ist das überhaupt für ein Putsch, wo der Geputschte anschließend sagen kann, das war ein Geschenk Gottes? Ja. Und dann kamen die Säuberungslisten. Zehntausende sind mittlerweile entlassen worden. Richter, Lehrer, Beamte, Zehntausende. Aber was soll das? Säuberungslisten. Das ist auch so dilettantisch gewesen. Nach dem Putsch Säuberungslisten einzuführen, da muss man einfach mal sagen, da hätte Erdogan bei unserem deutschen Führer wirklich was lernen können. Hitler hat damals vor dem Rhön-Putsch 1934 die gesamte SA-Führung vor dem Putsch niedergemetzelt. So macht man das als ordentlicher Diktator. Vor dem Putsch alle weg. Vor dem Putsch Säuberungslisten, nicht danach. Das gibt bei Erdogan mindestens 3 Punkte Abzug auf der Totenkopfskala der internationalen Diktatorenwertung. Hallo. Aber das wirkliche Geschenk Gottes für Erdogan nach diesem Putsch ist doch eins. Die große internationale Solidarität. Jetzt stehen sie alle hinter ihm. Alle, von Obama bis Merkel, sagen sie, wir müssen die Demokratie in der Türkei vorantreiben. Aber das ist natürlich Etikettenschwindel, denn es geht nicht um Demokratie. Es geht um Stabilität. Es geht darum, dass die Deals funktionieren. Alles andere ist vollkommen egal. Obama ist abhängig von Erdogan, damit er die ganzen zukünftigen IS-Kämpfer aufhält und nicht durchmarschieren lässt. Und Merkel ist abhängig von Erdogan, weil er uns die Flüchtlinge abnimmt und so die AfD-Diktatur deutschlandweit verhindern kann. Ausgerechnet ein türkischer Semidiktator muss hier die AfD-Diktatur verhindern. Europa 2016, das funktioniert wie in jedem Club in Berlin am Wochenende. Man kennt das. Ja, Erdogan ist unser Türsteher und wir alle kennen das aus dem Club. Nur wenn der türkische Assi-Türsteher die anderen Assis vom Reinkommen abhält, haben die schicken Leute drin auch weiterhin in aller Ruhe eine schicke Party. Dankeschön. Vielen Dank an Florian Schröder. Er kommt noch mal wieder. Hoffe ich jedenfalls. Dann wird die Sonne scheinen. Das wird um 13 Uhr sein. Ich bin gespannt. Was ich durch die Blume damit sagen wollte, du könntest von der Bühne gehen jetzt. Ach so, ich dachte, ja. Du wolltest noch was sagen. Gut, ja. Dann sag doch noch mal Tschüss.
Na, wir sehen uns ja noch. Ach so, bis dann. Florian Schröder, wenn Sie am Radio jetzt dachten, ach so doll war der Applaus ja nicht, das liegt nicht daran, dass es hier nicht so voll ist, sondern die Hälfte der Zuschauer hat halt einen Schirm in der Hand und kann nicht so richtig applaudieren. Also stellen Sie sich immer doppelte Lautstärke des Applauses vor. Jetzt geht's los mit unserem Kommentatoren-Talk für die Kommentatoren und die uns so die nächsten knapp 90 Minuten begleiten werden. Los geht's mit einer Journalistin, die in München geboren wurde. Und da wir beim Parkfest sind und Sie auch was lernen sollen, sage ich Ihnen jetzt, dass in München natürlich der englische Garten etwas größer ist als der Central Park in New York. Das wussten Sie nicht zum Beispiel. Ich auch nicht, habe ich gestern im Netz gelesen. Auf die Frage an unsere Kommentatoren, welche Wahlwerbung ihr bisher am besten gefallen hat, sagte sie kurz und bündig, Berlin braucht Tegel von der, ja, von der FDP. Hier ist für Sie die politische Korrespondentin der Taz, Bettina Gauss. Die zweite Journalistin in der Runde wurde in Stuttgart geboren, das sich ja auch durch einen besonders schönen Park auszeichnet, nämlich den Schlossgarten. Da wurde lange an der Namensgebung der drei Bereiche gefeilt, dann hat man sich entschieden, er ist nämlich unterteilt in den oberen Schlossgarten, den mittleren Schlossgarten und, da kommen Sie nie drauf, den unteren Schlossgarten. Die Frage an unsere Kommentatorin, was sie im Wahlkampf bisher am meisten geärgert hat, sagt sie, dass Michael Müller die Regierung schon gebildet hat, bevor wir Bürger wählen konnten. Hier ist für Sie die Chefredakteurin der Berliner Zeitung, Brigitte Fährle. Wenn Sie die Ankündigung gesehen haben, dann würden Sie jetzt die dritte Journalistin erwarten, Ebru Taşdemir. Die ist krank. Die hat mir heute Morgen noch eine Mail geschickt, dass sie leider krank ist, vor allem, dass sie keine Stimme hat. Also ich glaube, sie hört zu, deswegen von hier aus gute Besserung. Und wir gehen gleich weiter. Ja, ganz genau, ein aufmunternder Applaus. Sie war auch sehr zerknirscht. Und damit geht es weiter mit dem nächsten in der Runde. Der wurde in Köln geboren, das ja unter anderem bekannt ist für seinen Rheinpark, in dem die Bronzestatue Häusliche Sorgen steht, was immer das ist, und ein Denkmal namens Rotierende Windrose. Oft lungern hier in diesem Park enttäuschte Fans des 1. FC Köln nach Heimniederlagen rum. Aus Köln kommt der Chefredakteur des Tagesspiegels und er sagte auf die Frage, welche Wahlwerbung ihm bisher am besten gefallen hat, das Plakat Frank Henkel für mehr Videotechnik. Da sagte er, ich suche schon länger jemanden, der meinen alten VHS-Rekorder repariert. Hier ist für Sie Lorenz Marold. Der vierte Journalist in der Runde wurde in Münster-Westfalen geboren. Da ist einer der beliebteren Parks der Zentralfriedhof tatsächlich. Der Mann aus Münster ist Kolumnist der Berliner Morgenpost. Auf die Frage, welche Wahlwerbung ihm bisher am besten gefallen hat, sagte er, ich glaube ein bisschen macho-mäßig, die Textbildschere auf dem Wahlplakat von Carola Zart. Und die Frage, was ihn bisher im Berliner Wahlkampf am meisten geärgert hat, sagt er, sein eigenes Desinteresse. Hier ist für Sie Hajo Schumacher. Und nochmals vielen Dank, dass wirklich jetzt auch fast keine Sitzplätze mehr frei sind und so viele Menschen da stehen. Der Regen, ich hatte es vorhin schon mal angekündigt, er nimmt zu, bevor er dann weg ist. Ich verspreche es Ihnen, er wird verschwinden. Also allerspätestens um 13 Uhr, sage ich jetzt mal, wenn ich das hier sehe. Mal gucken. Ich fange mal an mit Bettina Gauss. Da bin ich ganz überrascht, dass Ihnen das FDP-Plakat so gut gefallen hat. Sie sind also für die Offenhaltung von Tegel? Oh ja, unbedingt. Also ich war auch überrascht, dass mir ausgerechnet die FDP gut gefallen hat. Aber erstens bin ich aus privaten Motiven für die Offenhaltung von Tegel. Tegel ist 7 Minuten von mir weg. Schönefeld 1 Stunde. Und zweitens, es ist ja wirklich wahr. Ich meine, nichts gegen kurzfristige Planung in der Politik, nur falls der BER je öffnen sollte, und es kann ja sein, dass es passiert, dann wissen wir heute schon, dass die Kapazitäten nicht ausreichen. Ich meine, wie soll es denn gehen? Ich bin wirklich überrascht. Ich dachte, Sie meinen das ironisch. Nein, also ich war entzückt. Es gab eine klare Wahlaussage, die ich vollständig unterstütze. Ich sage nicht, dass das mein Wahlverhalten dramatisch beeinflussen wird. Es könnte sein, dass diesmal die FDP angekreuzt wird, trotzdem. Ich glaube nicht, dann wird mir die Hand abfallen. Aber ich bin tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen in der Runde das sehen. Also absolute Zustimmung. Die Kollegin hat völlig recht. Ja, ja. Wirklich, ja? Ja. Und was ist mit der... Lorenz. Lorenz fliegt nicht. Also, aber was ist mit der guten alten... Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Die Fragen stelle ich hier, ehrlich gesagt.
Was ist aber mit der Moderatoren fragen, Journalisten antworten nicht. Ja. Aber was ist, bevor Lorenz Marold was dazu sagt, was ist denn mit der guten alten Sache, man kann sich auf Dinge verlassen. Als damals beschlossen wurde, der BER wird gebaut, da hieß es, eine Voraussetzung dafür ist, der Flughafen Tegel wird geschlossen. Und das sagen wir jetzt, ist egal, Brigitte Fährle? Ich finde auch, die Verlässlichkeit von Aussagen im Zusammenhang mit dem BER, die sollten wir nicht übersehen. Ja. Was sagt Brigitte Fährle dazu? Naja, ich meine, wenn man es jetzt mal ernst sieht, natürlich klar, der BER wird eröffnet und Tegel wird geschlossen. Bloß wann das sein wird, das weiß ja nun wirklich keiner. Jetzt ist ja vorsorglich schon mal die Verlängerung der Betriebsgenehmigung von Tegel beantragt worden. Die wird es auch geben. Und insofern, also Bettina, ich glaube, du kannst noch 5, 7 Jahre bedenkenlos über Tegel fliegen. Und ja, vielleicht ziehst du dann um und dann wird der BER ein bisschen näher. Nach Schönefeld? Und auch nochmal ernsthaft an Hajo Schumacher. Also wenn es eine Unterschriftenliste gibt, die gibt es ja für die Offenhaltung von Tegel, dann setzt da Hajo Schumacher seinen Hajo runter. Und zwar aus ganz praktischen Erwägungen. Ich finde, Tegel ist ein Musterbeispiel für einen praktischen Flughafen. Da fährt man vors Gate, marschiert durch. Und ich finde es absolut faszinierend, wie die Belegschaft von Tegel es schafft, diese unfassbaren Mengen von Menschen und Flugzeugen relativ zuverlässig abzuwickeln. Also das ist einfach eine große logistische Leistung, was sie hinkriegen. Moderne Flughäfen dagegen, und so einer wird der BER leider auch, sind ja Shoppingcenter mit nachgelagertem Flugbetrieb. Das heißt, du musst 2 Stunden vorher da sein, wirst dann erstmal stundenlang durch irgendwelche Einkaufsmalls geführt, um dann irgendwann dein Gate nicht zu finden. Genau. Und das passiert dann mit Tegel nicht. Also praktisch, quadratisch praktisch gut. Und bevor Lorenz Marold sagt, die Frage stellt sich gar nicht, ganz kurz hier mal die Frage, weil ich den Applaus gerade gehört habe. Wer ist denn, jetzt unabhängig davon, ob Sie FDP wählen wollen oder nicht, aber wer ist denn für die Offenhaltung vom Flughafen Tegel? Dann jetzt bitte mal applaudieren. Nee, melden funktioniert nicht im Radio. Genau. Gegenprobe. Wer ist für die Schließung von Tegel? Jetzt applaudieren. Das würde ich sagen... Es sind die Reinickendorfer. 3... Hatte ich erwähnt, dass ich in Tegel wohne eigentlich. Ja. Also es sind so, beim Radio 1 Parkfest sind so 3/4 für die Offenhaltung von Tegel. Und jetzt macht Lorenz Marold alles kaputt, indem er sagt, die Frage stellt sich gar nicht. Naja, die Frage stellt sich nicht aktuell. Also wir haben heute 1555 Tage genau, also runder Geburtstag der Nichteröffnung. Und morgen sind es genau 10 Jahre nach dem ersten Spatenstich. Wir haben nochmal die Bilder rausgesucht, wie die Herren da schippen, also Wowereit, Schwarz, die ganzen Totengräber des BER, Platzek, Medorn. Also sollte man sich schon nochmal angucken, alle Freude strahlend in ihrem Buddelkasten da. Das ist jetzt 10 Jahre her, das ist also eine irre Zeit. Damals war in der Tat dieses Hajo-Argument das Entscheidende. Es hieß, 2 Flughäfen sind wirtschaftlich nicht tragfähig. Damals ging man auch noch davon aus, dass die Einwohnerzahl Berlins eher sinkt statt steigt. Also mit anderen Worten, man muss diese Flughafenfrage in der Tat völlig neu bewerten. Und das heißt, eine Offenhaltung ist dann auch jetzt für Lorenz Marold denkbar, eine Offenhaltung von Tegel? Ja, ich halte das für sehr plausibel. Ob das jetzt ein Flughafen bleibt für alle, halte ich eher für fraglich. Aber dass bestimmte Bereiche definiert werden, die weiter ab Tegel fliegen, das halte ich für relativ plausibel. Ich denke auch, das ist durchsetzbar. Auch immer dieses Politiker sagen, es gibt ein Gesetz, deswegen können wir da nicht hinterher. Dann sagen die Nächsten, ja, es gibt sogar ein Urteil. Aber man kann natürlich das Gesetz ändern, dass die Grundlage ist für die Schließung von Tegel. Ich schätze mal, dass das auf jeden Fall auf der Tagesordnung bleibt. Ist das deswegen, auch wenn Bettina Gauss offenbar nicht überzeugt wird, aber ist das deswegen eine gute Entscheidung von Sebastian Schaier von der FDP gewesen, zu sagen, das wird unser Wahlkampfschlager? Also wird das funktionieren? Ob es funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber natürlich ist es eine gute Entscheidung. Bei einer konkreten Frage, die 80% der Bevölkerung in der Stadt interessieren, eine klare Position einzunehmen, womit man sich natürlich auch relativ leicht tut als Oppositionspartei, ohne jede Chance auf Mitregierung. Das zeugt von einem gesunden Größenwahn. Ne? Also ob Tegel offen bleibt oder nicht, wird von allen entschieden, aber nicht von der FDP. Aber man kann es ja mal auf die Plakate schreiben. Ist aber natürlich, Brigitte Fährle zögert so ein bisschen. Was ist denn, wenn wir nach der Wahl eine mögliche Konstellation haben, SPD, CDU, FDP? Mhm. Weil zu zweit wird es für SPD, CDU nicht reichen, wenn die FDP auf 6% kommt. Ach, die Deutschlandkoalition, Schwarz-Rot, Gülden. Nennen wir sie so? Ja. Ist es denn möglich, wenn die FDP sagt, also wir gehen in diese Koalition nur, wenn Tegel offen bleibt, dass die sich damit wirklich durchsetzen, Brigitte Fährle? Mhm.
Also die Frage stellt sich nicht. Ich kann mir schon diese Koalition gar nicht vorstellen. Ich glaube, die hätte im Moment auch nach keiner Meinungsumfrage irgendeine Art von Mehrheit. Und ich habe es ja also schon im Vorhinein gesagt, die Koalitionsaussage ist getroffen. Michael Müller hat die Regierung schon gebildet. Wir brauchen überhaupt nicht mehr wählen zu gehen in 14 Tagen. Und die FDP wird an keiner Regierung beteiligt sein, was ich nicht zwingend bedauere, aber ich bedauere, dass überhaupt gar nicht darüber geredet wird. Und dann wäre natürlich wahrscheinlich die Frage Tegel eine, die man verhandeln könnte. Mhm. Jetzt haben wir viel über die FDP geredet, die ja nicht mal im Abgeordnetenhaus sitzt. Aber wer im Abgeordnetenhaus sitzt, ist die SPD. Und dann fangen wir doch mal mit Hajo Schumacher an. Was hat die SPD in den letzten 5 Jahren richtig gut gemacht? Die Frage stellt sich nicht. Lorenz, jetzt nicht dazwischen reden, ich überlege noch. Ist das jetzt, also nicht ein bisschen gemein, ist gar nicht. Nein, ich versuche nichts Verletzendes zu denken jetzt erstmal, bevor ich es sage. Das waren ja auch noch 3 Jahre Wovereit, darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja, das macht es ja nicht leichter, das zu beantworten. Was haben die richtig gut gemacht? Sie standen jetzt bei einigen Dingen nicht so im Weg rum. Also der Standort Berlin jetzt für junge Unternehmer, für Startups und so, da ist zum Glück die Teile der Berliner Verwaltung haben so eine gewisse Langsamkeit, die sind noch nicht dazu gekommen, denen im Weg rumzustehen. Also das finde ich zum Beispiel ganz positiv. Ich gehe mal so durch, Radwege. Das mit den Wohnungen muss man fairerweise sagen, Lorenz hat es schon gesagt, die Berechnungen vor 10 Jahren waren einfach ganz andere, die zahlenmäßigen Grundlagen, da sind sie einfach ein bisschen, also Wohnungen bauen dauert halt deutlich länger als nach Berlin ziehen. Deswegen gibt es da, das ist eine Entwicklung, die kann man, glaube ich, niemandem so richtig vorwerfen. Och ja, klar. Was haben wir denn noch? Ja, dann frage ich jemand anderen. Vielleicht hat hier irgendjemand was richtig Positives über die SPD zu sagen? Vielleicht nicht in der Gesamtsumme, aber so in Einzelpunkten. Die Bierkarussells dürfen jetzt dann demnächst nicht mehr unter den Linden fahren. Aber das war keine Entscheidung der SPD, sondern eine Entscheidung des Stadtrats der CDU im Bezirk. Also. Lorenz Marol tut sich mit der Berliner SPD ja so ein bisschen schwer, aber vielleicht gibt es da irgendwas Positives? Mit wem tue ich mich schwer? Mit der Berliner SPD. Ach echt? Dann ziehe ich eine andere Frage vor. Auch der Tagesspiegel. Das ist gemein. Ich war der Einzige, der das beantworten musste. Ich komme zu der Frage nochmal zurück. Aber auch der Tagesspiegel macht ja Wahlforen mit den Spitzenkandidaten aller Parteien. Also Radio 1 macht das ab morgen, schönen Morgen im Bus. Da kommen alle Spitzenkandidaten ins Babylon Mitte, kommen die vorbei. Der Tagesspiegel macht auch diese Wahlforen mit allen Spitzenkandidaten. Nur eine Partei hat gesagt, mit dem Tagesspiegel reden wir nicht. Mhm. Und das war die SPD bzw. Michael Müller. Daher kam meine Herangehensweise, dass sie sich schwer tun mit der Berliner SPD. Also es ist ja so, dass die SPD nun mal seit 27 Jahren in dieser Stadt regiert. Und deswegen bei dem Thema gibt es etwas Kritisches zu bemerken am Senat. Vielleicht sich nicht ganz so dünnhäutig zeigen sollte. Sie regiert seit ewigen Zeiten diese Stadt. Es gibt viele Dinge, die haben funktioniert. Wenn man sich die Entwicklungen der letzten 2 Jahrzehnte anschaut, kann man sich schlecht hinstellen und sagen, irgendwie Politik hat alles nur versemmelt. Es gab viele Dinge, die richtig gelaufen sind. Was man, glaube ich, dem Senat vorwerfen kann, und da ist nun mal die SPD in der führenden Position, ist, dass sie es nicht geschafft hat, diesen erkennbaren Umschwung, also von diesem bitteren Sparen in, wir müssen jetzt tatsächlich was tun, um unser Eigentum wieder ein wenig zu schützen. Also die Schulen, ja, die wirklich vor unser aller Augen zusammengefallen sind. Die Verkehrslenkung, die es im Prinzip nicht gibt in dieser Stadt, weil es einfach keine Leute mehr gab, die in dieser Behörde arbeiten. Die Bürgerämter, das ist alles vor unseren Augen passiert und es hat sich nichts geändert. Das heißt also, was man vorwerfen kann, und in diesem Fall eben auch der SPD, weil sie in der Führung war, nicht verstanden zu haben, dass sich die Zeiten geändert haben, dass sie rechtzeitig den Schalter umgelegt hat. Gitte Ferle, also wir sind, ich habe es geahnt, nach der Frage, was hat Ihnen an der SPD besonders gut gefallen, dabei gelandet, was nicht gefallen hat. Sie haben was Gutes. Das Gute war, dass wirklich in einzelnen Politikfeldern umgesteuert wurde. Also es werden jetzt mehr Wohnungen gebaut, es werden auch wieder Leute eingestellt im öffentlichen Dienst. Man hat erkannt, dass man in die Bildung investieren muss. Was aber
schlecht daran ist, ist, dass man nicht gesagt hat, dass man diese ganzen Miseren selber verursacht hat. Und das ist was, was mich persönlich nachhaltig ärgert, auch in diesem Wahlkampf, dass die SPD so tut, als hätte sie jetzt die Lösung der Probleme erfunden. Tatsächlich hat sie die Probleme selber verursacht. Also ich erinnere an Sparen, bis es quietscht. Wovereit 2001. Und infolge dieser Jahre sind all diese Stelleneinsparungen, Geld wurde nicht mehr ausgegeben, es wurde nichts mehr investiert. Das war eine Erfindung von SPD und Linken, muss man sagen, die waren ja auch dabei. Der Verkauf der ganzen Wohnungsbaugesellschaften an amerikanische Finanzinvestoren, die Wohnungen, die uns jetzt fehlen, wo wir jetzt nicht billigen Wohnraum haben, alles eine Erfindung von Sozialdemokraten. Aber sind uns nicht damals die Schulden über den Kopf gewachsen und es musste was getan werden? Ja, natürlich. Es ist ja auch nicht prinzipiell falsch gewesen zu sagen, man muss gucken, aber es war falsch, es in dieser Radikalität zu tun. Und ich wäre wirklich erfreut, wenn das jetzt ein Sozialdemokrat mal sagen würde, wir haben Fehler gemacht, wir haben gelernt, wir haben umgedacht und es geht jetzt anders weiter. Und die Änderungen, und das finde ich verrückt, ja, die Änderungen sind mit der CDU zusammen passiert. Ja. Die Fehler sind mit den Linken gemacht worden und die Verbesserungen sind jetzt mit der CDU zusammen passiert. Und wenn sich Herr Müller jetzt hinstellt und sagt, mit der CDU kann er unmöglich weiter regieren, dann sage ich, was ist denn da so schlecht gelaufen in den letzten 5 Jahren? Mhm. Naja, zur Frage Wohnraum, das wollte ich einfach gerne nochmal ans Licht heben, weil als Hajo Schumacher eben sagte, naja, Wohnungen bauen dauert eben länger als ein Umzug schon war. Aber wenn man vorher das Tafelsilber verscherbelt hat, dann braucht man sich auch nicht zu wundern. Und es ist ja nicht so, dass wir alle fassungslos dastehen und sagen, um Gottes Willen, das war ein Fehler, das hat doch niemand gedacht. Sondern als es um die Frage ging, was mit dem Wohnraum in der Stadt passiert, gab es ja genug Leute, die gesagt haben, das wird sich bitter rächen. Und jetzt wundern wir uns und haben teilweise absurde Regelungen für Zweitwohnungen. Jetzt sind plötzlich die Leute, die eine Zweitwohnung in Berlin haben, die Bösen, weil die Stadt keinen Wohnraum mehr hat, den sie zur Verfügung stellen kann. Dieses finde ich wirklich, da stimme ich Brigitte Ferle ganz und gar zu, das ist was, darüber würde ich mir auch gerne mal eine Vergangenheitsbewältigung wünschen in der Diskussion. Es ist nicht mal 2 Jahre her, das wirkt jetzt schon also normal, es ist nicht mal 2 Jahre her, dass es den Wechsel im Amt des regierenden Bürgermeisters gab, von Klaus Wowereit zu Michael Müller. Und dieser Wechsel ging damals, finde ich, erstaunlich geräuschlos über die Bühne. Also natürlich wurde viel über die Zeit von Klaus Wowereit gesprochen, aber es war jetzt erstmal kein Bruch zu erkennen. Erkennt man jetzt in diesem Wahlkampf, dass Michael Müller doch irgendwas fehlt? Und wenn ja, was? Was fehlt im Sinne von, er ist anders als Wowereit. Das fand ich ehrlich gesagt ganz wohltuend. Die Zeit mit Klaus Wowereit war diese Phase, das war in weiten Teilen der richtige Mann am richtigen Ort, aber es war dann, man war auch ein bisschen überklaust dann. Das ist eine schöne Radio 1 Denkpause für morgen. Wir waren überklaust. Insofern war dieser Typus Müller, der ja durchaus einem trendigen Politikertypus entspricht, wenn man sich so Ministerpräsidenten anguckt, rundherum, dass dieses Modell Schröder, der Alleschecker, den gibt es ja so nicht mehr. Die heißen ja jetzt alle Weil und Sellering noch und Olaf Scholz. Und man ist eigentlich ganz dankbar für diesen etwas biederen Erledigertypen. Kommt die Nachfrage wahrscheinlich, was hat er denn so erledigt? Ja, die Gesprächsfähigkeit zum Tagesspiegel zum Beispiel hat er erledigt. Naja, seine Koalitionsfestlegung hat er in einem Beitrag am Tagesspiegel gemacht. Ne? Also das war schon interessant. Vor allen Dingen fand ich interessant, wenn ich da mal reingrätschen darf, jetzt was die Gesprächsfähigkeit betrifft. Er hat quasi mit allen den Gesprächsfaden durchgeschnitten, bevor es eigentlich darum geht, zu gucken, was machen wir denn jetzt. Er hat die Grünen beleidigt, mit denen er eigentlich koalieren will, indem er ihnen gesagt hat, aber ihr müsst euch diesmal anständig benehmen. Also so Papa sagt den Kleinen nochmal, wie sie sich zu verhalten haben. Er hat die Linken, die ja noch 2 Tage vorher als Koalition, als Signal für den Bund
bezeichnet hat, mit keinem Satz erwähnt. Mhm. Ja. Er hat die CDU natürlich übelst beleidigt, was Frank Henkel dann in diesem Hin und Her von Müller mal so die Gelegenheit gegeben hat, zu sagen, andere Leute, also er wechselt seine Meinung zur Koalition öfter als andere Leute ihre Unterhose, was natürlich auch ein billiger Punkt war. Aber da ist was dran. Müller ist in vielen Punkten einfach nicht konstant. Er entscheidet sich mal so, das hat man zum Beispiel auch an der Rigaer Straße gesehen. Und zumindest schillert es. Man weiß gar nicht genau, wollte er jetzt ein Gespräch aufnehmen mit den Menschen dort oder wollte er es nicht? Und das ist dann, glaube ich, ein Punkt, wo vielen in der SPD auch wieder einfällt, warum sie ihn damals brutal abgewählt haben als Parteivorsitzenden, weil er eben in bestimmten Punkten nicht wirklich überzeugend wirkt. Was ist eigentlich, ich meine, wir haben ja in Berlin die Situation, dass zwei Parteien zusammen regiert haben, Brigitte Fährle sagt, nicht mal so richtig schlecht regiert haben und die sich jetzt ja bis aufs Messer bekriegen in diesem Wahlkampf. Was ist da auch zwischenmenschlich, was passiert zwischen SPD und CDU, dass da ja wirklich nur noch blanke Ablehnung übrig geblieben ist? Ich glaube, im Moment ist das hauptsächlich eine wahltaktische Frage. Aber ich habe den Eindruck, die mögen sich aber auch alle wirklich nicht. Wollte ich gerade sagen. Also aber da hat auch jeder seine guten Gründe, finde ich. Also, dass in dieser Koalition die einzelnen Politiker ein Herz und eine Seele miteinander gewesen wären, das konnte ich in den 5 Jahren in der Tat nicht entdecken. Und ich meine, ich habe jetzt gesagt, die haben ordentlich miteinander regiert, aber das heißt ja nicht, dass jeder Einzelne seine Aufgabe gut gemacht hat. Also ich glaube, dass der Senator Chaya bei dem Thema Flüchtlinge und dem Lageso versagt hat. Aber da haben eben auch andere noch mit versagt, das muss man dann auch dazu sagen. Ich finde, dass Frank Henkel in seiner Innen- und Sicherheitspolitik da auch sehr, sehr vieles falsch macht. Die Rigaer Straße, das hätte man anders managen können. Also das Ziel ist ja okay, aber das hätte man wirklich anders managen können. Aber komm, die Nummer jetzt mit den Elektroschockern fand ich ganz lustig. Die hätte ich mir früher im Yps immer gewünscht. Ja? Also das... Ich habe mich gefragt, ob er sie mal selber an sich eigentlich ausprobiert hat. gut, dann sind wir schon bei Frank Henkel. Der Mann ist ja, man vergisst das so ein bisschen im Alltag, aber der ist ja schon Kandidat für das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Und wenn man das sagt, dann guckt man in leere Gesichter. Was fehlt ihm, dem Frank Henkel? Verstand. War das jetzt für den Lacher oder glauben Sie das wirklich, Bettina Gauss? War eine Frage. Ich habe nicht das Gefühl, dass er mit besonderer politischer Intelligenz gesegnet ist. Ja, das ist jetzt etwas höflicher formuliert als die Ein-Wort-Antwort. Aber ich fand zum Beispiel eben auch die Art und Weise, wie er mit den Hausbesetzern umgegangen ist, die Art und Videotechnik, ich bitte Sie. Ich meine, das alleine ist doch wirklich das Problem, das Berlin im Moment besonders berührt. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, man hat ja viel gesehen in den letzten Jahren, was die eigene Vorstellungskraft gesprengt hat, aber ich kann mir diesen Mann nicht als regierenden Bürgermeister von Berlin vorstellen. Ich kann es nicht. Hajo Schumacher zuckt mit den Schultern, das heißt, Sie können sich's vorstellen? Nein, aber ganz viele Menschen, die in Regierungsverantwortung sind, von denen hätte man sich das vor 10 oder 20 Jahren nicht vorgestellt. Also vor 20 Jahren, wenn jemand gesagt hätte, Angela Merkel wird Kanzlerin, hätten wir uns ja auch kaputt gelacht. Also das ist kein Kriterium. Ich glaube, bei Frank Henkel gibt es ein zentrales Problem. Als Innensenator braucht man traditionsgemäß, egal von welcher Partei man kommt, braucht man sowas GSG-9-mäßiges im Blick. Ja? So ein kantiges Kinn und sowas Otto Schilly-haftes. Ja? Das muss gar nicht unbedingt CDU sein. Und Frank Henkel ist ein netter Teddybär. Und dem nimmt man innere Sicherheit und Härte einfach nicht ab. Also da gibt es auch wieder so eine Textbildschere. Also der wäre als Sozialminister, wäre der bestimmt dufte, also so ein netter. Ne? Insofern hat er ein bisschen Pech bei der Jobwahl gehabt oder das, was für ihn dann so übergeblieben ist. Und da ist auch nicht mehr viel zu wollen. Die entscheidende Frage ist, was ist am Wahlabend, wenn er mit stolzen 18,7% aus der Kurve kommt, ob er dann immer noch Kandidat, also auch in den nächsten Jahren für das Amt des regierenden Bürgermeisters ist. Man könnte sich vorstellen, dass die Partei dann das tut, was Parteien dann immer tun, nämlich einen Neuanfang. Bevor ich die nächste Frage stelle, bitte ich um einen kurzen Applaus für meine Wetter-App. Es ist 12.45 Uhr und Sie können den Film zumachen.
Es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben das kurz gerade schon angesprochen. Frank Henkel kommt jetzt in diesem Jahr, nachdem er in den Vorjahren nicht so richtig damit aufgefallen ist, sehr mit innerer Sicherheit um die Ecke. Also er wollte in der Riga Straße offenbar zeigen, dass er hart durchgreifen kann. Jetzt kam er diese Woche sogar, mit diesen Tasern um die Ecke. Das heißt, Lorenz Marolt, auch Sie nehmen ihm das jetzt nicht ab und das ist reines Wahlkampfgeplänkel? Nee, es ist nicht reines Wahlkampfgeplänkel, aber er war vorher, glaube ich, zu zögerlich. Er war auch zu oft unterwegs, muss man einfach sagen. Ja, also er ist ja Dienstreise-Weltmeister, eigentlich Außensenator von Berlin gewesen über lange Zeit. Das heißt, er hat sich nicht wirklich um seinen Laden gekümmert und muss auch sagen, er hat zwei Staatssekretäre gehabt, die wirklich das Niveau von Staatssekretären deutlich unterschritten haben. Ja. Er konnte sich nicht darauf verlassen. Entschuldigung, was heißt das? Weil wir kriegen das ja immer gar nicht mit. Ich weiß nicht mal, wer Staatssekretär ist, aber der Tagesspiegel hat da beste Beziehungen wahrscheinlich. Was heißt das? Also die waren unfähig? Oder? Ja, wir haben keine Beziehungen zu den Staatssekretären. So, wir die reden nicht mal, was mit die euch. Machen. Ja, inzwischen ist es fast soweit. Ja. Die sind alle ein bisschen dünnhäutig in diesem Senat geworden. Man sieht das ja bei den, ein gutes Muster ist zum Beispiel, wie antwortet eine Verwaltung auf die Fragen des Parlaments? Und das ist ein solches Loch, das ist so viel heiße oder lauwarme Luft, die da rausgekommen ist. Man sieht einfach, denen fehlte die Leidenschaft zum Regieren. Das ist meine Einschätzung. Und auch Frank Henkel fehlt einfach die Leidenschaft. Ich glaube gar nicht mal, dass der, also ich glaube, dass was du eben gesagt hast, was ihm politisch fehlt, das ist so offensichtlich und so eklatant, dass, glaube ich, in der CDU, wenn das schief geht, manche sagen, okay, jetzt ist mal schief gegangen, aber dieses Neuanfang-Thema ist eben so ein Hoffnungsfaden. Das gilt aber übrigens, muss man sagen, auch für die SPD, die inzwischen auch in einer, egal wie es ausgeht, es geht schon irgendwie weiter Situation ist. Also wenn es nochmal gut geht und das heißt also über 22-23%, dann geht es mit Müller weiter und wenn es eben drunter bleibt und er kriegt den Senat nicht wirklich zustande, dann sind, glaube ich, auch viele Sozialdemokraten gar nicht so unfroh, dass sie sagen, machen wir einen Neuanfang. Den fällt jetzt wirklich ein, warum es damals eben mit Müller nicht geklappt hat. Es steht einer bereit, das ist der Fraktionsvorsitzende. Und da muss man dann sagen, der hat sehr gut zusammengearbeitet mit seinem CDU-Kollegen, mit dem Florian Graf. Das ist der Rahel Saleh, den die Partei aber nicht wollte. Die beiden konnten gut miteinander. Ja. Und deswegen sage ich, die Koalitionsfrage scheint zwar im Prinzip entschieden. Es läuft im Moment nach den Zahlen auf Rot-Rot-Grün hinaus. Die sind so ungefähr bei 60% zusammen. Aber ausgemacht ist die Sache noch nicht und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass da noch was ganz anderes bei rauskommt. Bettina Gauss. Naja, ich finde das übrigens ausgesprochen erfrischend, dass wir jetzt über eine halbe Stunde, reden, ohne ein einziges Mal über die AfD gesprochen das haben. Das ist, weil ich mir das, großartig. Weil ich mir das aber, das tut mir leid, ich muss es gleich wieder kaputt machen. Zu Beginn des zweiten Teils werden wir ausführlich über die AfD reden. Juhu! Okay. Nur wenn wir bei den Koalitionsfragen sind, nicht, dass ich glaube, irgendjemand wird mit denen koalieren. Aber in der Tat, ich stimme Lorenz Marolt zu, das ist alles noch nicht ausgemacht. Und das Merkwürdige ist auch, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe lange nicht mehr so unlustig gewählt. Egal, wen ich wählen werde. Und ich werde wählen, in jedem Falle. In dem Fall schon wirklich, um einfach zu verhindern, dass die AfD zu viel Stimmen kriegt. Aber ich habe überhaupt keine Lust. Und ich habe immer wieder tatsächlich ein Wahl-O-Mat gemacht, nicht nur, weil ich wissen wollte, was für Fragen stellen Sie, sondern weil Dürfen wir das Ergebnis erfahren? Nee. Okay. Dürfte nicht. Ich habe mich nämlich auch gewundert. Ja. Ja, so viel sei verraten. Also das ist doch schon wirklich ein Phänomen, dass es eigentlich fast kein Thema gibt, wo man Berliner Parteien voneinander unterscheiden kann. Guter Punkt. Also alle wollen Wohnungen bauen, alle wollen die Schulen sanieren, alle wollen die öffentliche Verwaltung verbessern. Alle wollen innere Sicherheit. Alle wollen Fahrradwege bauen. Ja. Ja, also man kann eine Hund und Vielfalt SPD, haben wir Grüne, vergessen. Linke, Dingsbums, man kann alles wählen. Und da das Ergebnis ja eh schon feststeht der Regierung, wie ich vorhin schon mehrfach sagte, ist es irgendwie so. Und das macht die Unlust aus, glaube ich. Also mir geht es so, ich weiß noch nicht mal im Moment, was ich eigentlich wähle. Also ich werde auch wählen, selbstverständlich gehe ich wählen, aber noch nie habe ich so wenig gewusst, wen ich eigentlich wählen soll. Denn der Gerechtigkeit halber möchte ich nicht nur über SPD und CDU reden, sondern dann auch über noch die anderen Parteien, in dem Fall jetzt erstmal die Grünen. Die Grünen haben es in den vergangenen Wahlkämpfen in Berlin immer geschafft, auf den letzten Metern noch heftig Prozentpunkte einzubüßen. Sie standen immer 2-3 Wochen vor der Wahl eigentlich ganz gut da und dann ging es nochmal runter. Welches könnte das Gewinnerthema für die Grünen sein? Sind es die Fahrradwege, Lorenz Marolt?
Das Gewinner- oder das Verliererthema? Das ist das Gewinnerthema. Ich gucke mal für die Grünen. Also ich glaube ja inzwischen, dass es für die Grünen weder dieses Gewinner- noch das Verliererthema selbst gibt. So. Und die Frage wird sein, für die Grünen letztlich ein bisschen unfallfrei über die letzten Meter zu kommen. Das haben sie bisher ganz gut geschafft. Es gab so ein paar Punkte, wo man mal kurz gezögert hat. Aber die Leute sind auch, glaube ich, nicht mehr so erschüttert davon, wenn einzelne Grüne mal seltsame Sachen sagen. Es gibt auch seltsame Menschen in allen anderen Parteien. Das hat sich ein bisschen relativiert. Interessant wird die Frage sein für die Grünen, ob das verfängt, was die anderen machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die SPD auch im Moment ein bisschen unterbewertet ist, weil die Kampagne, wir machen uns ja meistens über so Plakatkampagnen lustig, ganz so blöd ist diese Kampagne Berlin bleibt und dann kommen diese einzelnen Punkte wie Berlin bleibt nämlich nicht, weil viele Leute eben doch auch ein bisschen die Sorge haben, dass sich Berlin zu schnell verändert, dass eben viele Dinge völlig aus dem Ruder geraten. Das heißt, das ist ein Punkt, wo die Grünen durchaus nochmal an die SPD verlieren könnten, wenn also dieses Gefühl kennen wir, es ist zwar nicht alles optimal, aber im Grunde genommen leben wir trotzdem in der tollsten Stadt der Welt und das wird schon seine Gründe haben, wenn das verfängt. So. Das heißt, die Grünen sind da ein bisschen abhängig davon, glaube ich, was bei der SPD noch passiert. Ein Berliner Investor, Jochen Ralf Wermuth, hat den Berliner Grünen in dieser Woche 270.000 Euro gespendet. Die größte Einzelspende in der Geschichte der Berliner Grünen. Hilft das den Grünen eigentlich, weil sie mehr Geld im Wahlkampf haben oder ruiniert so eine Spende das Image komplett? Also jetzt mal ehrlich, Investmentbanker, sechsstellige Summe, Parteispende. Ja, das sind drei Worte, die unglaublich viel Sympathie transportieren. Ja. Ja, also ich finde es extrem kontraproduktiv, wenn man einer Partei auf den letzten Meter noch richtig einen Knüppel zwischen die Beine werfen will. Vor allem, was willst du zwei Wochen vorher mit der ganzen Kohle? Die Plakate sind gedruckt, das ist, also da, gut, kann man hinterher mal Champagner statt Prosecco servieren auf der Wahlkampfparty, aber ansonsten total kontraproduktiv. Also ablehnen, aber zu spät, sie haben es ja schon genommen. Ich glaube auch, dass man auf den letzten Metern des Wahlkampfes kann man nichts mehr richtig machen, da kann man nur noch was falsch machen. Mhm. Also das Beste, was passieren kann, ist, wenn nichts mehr passiert. Also wenn da nicht irgendwas, Veggie Day oder keine Ahnung, wenn sowas noch kommt, ne, das würde wahrscheinlich heute auch keinen mehr aufregen, aber irgendwas in der Art. Currywursttag wäre, glaube ich, auch mal ein Winner. Da würden wir uns doch in Berlin alle auch ganz zu Hause fühlen, einfach mal, wenn nichts passiert. Aber ansonsten ist das Problem der Grünen in Berlin doch diese absolute Nichterkennbarkeit. Also vier Leute an der Spitze, wer ist das im Übrigen alles? Also wir wissen es vielleicht, aber ich glaube nicht, dass, wenn man jetzt hier mal reinfragt, wie heißen denn die Fraktions- und Parteivorsitzende der Grünen, dass man die kennt. Wofür stehen die Grünen? Also ja, Fahrradwege, aber es will auch selbst die AfD, um das Stichwort schon mal vorzuziehen. Stimmt, ich habe es nachgelesen, im Wahlprogramm der AfD steht Fahrradwege. Dann kommen wir noch zur Linkspartei, bevor wir dann gleich noch zur AfD kommen. Die wirbt ja auf einem Plakat unter anderem mit Mietrebellen Oma Anni bleibt. Oh, wunderbar. Dummerweise hat Oma Anni kurz danach erklärt, ich war immer SPD, ich bleibe SPD. Aber es war wirklich so. Wer kann mir hier mal sagen, womit die Linkspartei in den letzten 5 Jahren aufgefallen ist oder jetzt im Wahlkampf aufgefallen ist? Wofür steht die Linkspartei? Dafür, dass sie einigen und nicht den schlechtesten der Piraten eine neue politische Heimat geboten hat. Ich finde, wir reden zu wenig über die Piratenpartei. Ich finde, hier ist noch eine Frage zu den Piraten. Ah, okay, ja, kurz vor Schluss. Ja. Die haben als Partei jetzt nicht wirklich reüssiert, aber ich finde, Einzelleistungen von Abgeordneten waren durchaus respektabel. Also die haben im Abgeordnetenhaus hier und da einen ganz ordentlichen Job gemacht, da hätten sich die anderen Lurchis wirklich mal eine Scheibe von abschneiden können. Dass die jetzt zur Linkspartei gehen, ich glaube, die Piraten sind eh Geschichte, zumindest in der Form, in der wir sie letztes Mal vielleicht gewählt haben. Ich habe Hajo Schumacher doch eindeutig nach der Linkspartei gefragt. Ja, das habe ich damit auch umfassend beantwortet. Ja. Dass die Linkspartei diesen Piraten eine neue Heimat bietet, zeigt zumindest mal, dass es nicht mehr diese grauanzugmausige Gysi-Partei, die immer zum Thälmann-Gedenktag irgendwo Kränze abwerfen oder so. Das ist eine bittere Analyse, ne? Ja. Das Beste einer Partei ist, dass sie offen ist für neue Mitglieder. Come on, also ich meine, im Wahlkampf, eine schwere Frage. Im Wahlkampf haben sie halt wirklich Pech. Ne? Oma Anni war wirklich ein absoluter Griff. Aber auch dieses in Mitte haben sie jetzt auf dem Poster so ein Haus in der Wilhelmstraße.
ja, und machen also eine große Kampagne, Billion Wohnraum erhalten. Aber ausgerechnet dieses Haus ist unter Rot-Rot, also mit Zustimmung der Linken, verkauft worden, privatisiert worden. So, das heißt, die haben enorme Schwierigkeiten, diesen Teil ihrer Geschichte irgendwie vergessen zu machen. Weil sie wissen natürlich, dass sie da Sachen gemacht haben, die nicht nur zu einer Linkspartei nicht passen, sondern die zum Teil einfach falsch waren. Aber anders als die SPD stehen sie zumindest dazu. Also Klaus Lederer, der jetzt Kultursenator werden will, wie man unschwer an den Beiträgen erkennen kann, der setzt sich offensiv mit den Fehlern auseinander und sagt, wir torkeln nicht nochmal so in so eine Regierung rein und sagen, Hauptsache mitregieren. Das wird wahrscheinlich auch die Regierungsbildung schwierig machen. Deswegen sage ich also, ausgeschnappt ist das noch lange nicht. Und was das Thema einzelne Abgeordnete sind gut betrifft, was Hajo angesprochen hat, die Piraten waren in der Tat die kriegelste Oppositionspartei, muss man sagen. Ich versuche es noch ein letztes Mal. Was hat die Linkspartei gut gemacht in den letzten 5 Jahren, Bettina Gauss? Naja, ich finde den Kern der Wahlkampagne ja nicht falsch. Dass sie offensichtlich jemanden damit beauftragt haben, der bestimmte Dinge einfach nicht so überprüft, wie das sein sollte. Also in der Tat, die Mietrebellin, darüber haben wir alle gelacht, als die sagte, ich war SPD-Wählerin. Aber die Idee, Wohnraum und das Wohnungsproblem als zentralen Punkt im Wahlkampf zu machen, ist ja nun nicht blöd und ist ja durchaus etwas, was in Übereinstimmung steht mit zentralen Programmpunkten der Linken auch bundesweit. Aber es ist schon wahr, natürlich angesichts der Sparpolitik, die sie nicht nur mitgetragen, sondern massiv auch mit befördert haben, als sie mitregiert haben, tun sie sich da im Moment nicht leicht. Klar. Ich versuche es jetzt. Jetzt kommt die Frage zu den Piraten, die stelle ich dann mal an Brigitte Fährle. Was bleibt von den Piraten, die ja aller Voraussicht nach, vielleicht werden wir auch überrascht, aber aller Voraussicht nach nicht mehr im Abgeordnetenhaus landen werden? Was bleibt in Erinnerung? Naja, also dieser gigantische Erfolg natürlich, der schon phänomenal war. Wenn wir gucken, eine Partei, die von 0 auf, ich glaube, 8,7 hatten sie in Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist schon was zu dem Zeitpunkt hatte das eine hohe Glaubwürdigkeit und da war ein großer Identifikationspunkt mit den Forderungen der Partei. Und dann finde ich, der Abgeordnete Delius hat eine wunderbare Arbeit gemacht als Vorsitzender des BER-Untersuchungsausschusses. Mhm. Also ohne den, glaube ich, wäre da noch viel mehr unter die Decke gekehrt worden, was sowieso unter die Decke gekehrt wird. Aber den kann man halt nicht wieder wählen. Ja. Weil der nicht mehr bei den Piraten ist. Ebenso Christopher Lauer, das war das andere prominente Spezialfreund von Senator Henkel. Ja. Der jetzt bei der Bundes-SPD landet, war der auch gut, dass der da war oder hat der genervt? Beides. Beides. Ich frage mich jetzt mal rein biologisch, wie man ungefähr 8000 Tweets pro Tag absetzen kann. Also der muss wirklich rund um die Uhr mit seinem Daumen auf dem Smartphone gewesen sein und hat trotzdem noch politisch gearbeitet. Ja. Respekt. Aber sein Wahlslogan wird leider nirgendwo gedruckt. Der lautet, twittert er auch täglich, was macht Frank Henkel eigentlich beruflich? Ja. In der zweiten Hälfte dieses Radio 1 Kommentatoren-Talks werden wir nicht über ein Burka-Verbot diskutieren, einfach weil dieses Thema angesichts der Probleme, die wir in der Politik haben, nach meiner Einschätzung zu klein ist. Das ist emotional total bewegt, aber das ist... Was soll das? Das ist für mich ein zu unwichtiges Thema, als dass wir darüber reden sollten. Über die AfD, zur Freude von Bettina Gauss, werden wir reden. Das wird ja vermutlich die Partei sein, weil Brigitte Fährle gesagt hat, die Piraten bleiben in Erinnerung, dass sie von 0 auf 8, so und so viel gekommen sind. Darüber wird die AfD vermutlich lachen, über 8, so und so viel. Zumal der AfD ja auch heute ein großer Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern bevorsteht. Erst aber einmal ist jetzt Zeit für unseren Lieblingskabarettisten und ich würde unsere Kommentatoren fast bitten, jetzt schon von der Bühne zu gehen, weil diese Treppe so eng ist und nicht, dass sie dann aneinander stoßen. Die kommen gleich wieder, aber mit einem Applaus kann man sie trotzdem kurz verabschieden. Jetzt ist Zeit für unseren Lieblingskabarettisten, der sich, und das ist jetzt die einzige Bemerkung von mir zu dem Thema, der sich kürzlich auf seiner Facebook-Seite zur Burka geäußert hat. Er schrieb, zitierte, Unionsinnenminister wollen die Burka teilweise verbieten. Sie reduziere laut deren Aussage die Frau auf Auge, Gebärmutter, Unterordnung. Und dazu schrieb er, das heißt, die Frau hat das gleiche Standing wie in jedem ordentlichen DAX-Konzern. Hier ist für Sie nochmal Florian Schröder. Applaus
Vielen Dank. Ja, hier werden die Überleitungen noch mit Herz und Hirn gemacht, denn worüber wollte ich jetzt sprechen? Über das Burka-Verbot, meine Damen und Herren. War das nicht eine wahnsinnige Diskussion? Plötzlich kamen sie alle und sagten, ja, wir müssen die Burka verbieten. Das ist klar, natürlich, gerade in Zeiten des internationalen Terrorismus. Wir alle erinnern uns an die Tausenden von Terroranschlägen, die international stattgefunden haben, von Frauen in Burka gehüllt verursacht. Wir alle wissen es. Ein riesiges, wirklich riesiges Problem. Ganz vorne dabei war die Bild-Zeitung mit einer Aktion, die hieß Freie Sicht für freie Bürger. Ja, gegen die Burka. Die Bild-Zeitung, freie Sicht für freie Bürger. Klar, das ist natürlich auch geschäftsschädigend für die Bild-Zeitung, wenn sich die Burka durchsetzt. Dann sind tausende Paparazzi stehen auf der Straße. Wenn alle nur verhüllt durch die Gegend laufen, kannst du keinen mehr abschießen. Wobei, warum brauchen wir ein Burka-Verbot? Warum brauchen wir ein partielles Burka-Verbot? Haben wir doch schon. Es gibt in Gefahrensituationen in Deutschland schon jetzt ein Vermummungsverbot. Gefahrensituationen, also Terroranschläge zum Beispiel. Und ich muss sagen, gerade in diesen Gefahrensituationen haben die islamistischen Terroristen sich immer brav ans Vermummungsverbot gehalten. Ja, also die, die Terroranschläge verübt haben, da hat man das Gesicht immer gesehen. Und dann ging es los. Ja, ja, aber Moment, die Burka, das ist doch fürchterlich. Das ist doch ein politisches Signal. Ja, ich finde die Burka auch scheiße. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde es noch beschissener, sie verbieten zu wollen. Und am allerbeschissensten, wenn dann noch Leute kommen und sagen, der Burkini muss auch noch weg. Dieser Ganzkörper-Badeanzug da, Burkini, wo in Frankreich diese große Diskussion entstanden ist. Oh, ist das nicht gefährlich? Jahrelang habe ich Sittenwächter gehört, die darüber diskutiert haben, ob es denn schlimm sei, wenn Kinder im Freibad Frauen oben ohne sehen. Brüste mussten unbedingt in Bikinis verschwinden. Ich habe immer gedacht, was ist das für eine Diskussion? Jedes Kind kennt weibliche Brüste ab der Geburt. Ja. Und wenn nicht, läuft irgendwas schief. Und jahrelang hieß es, naja, aber die Brüste müssen verhüllt sein. Und jetzt plötzlich kommt da Frauen an, muslimische Frauen, die ein Burkini tragen und jetzt sollen die bitte weniger anziehen. Dabei wollen die sich doch gerade integrieren. Die wollen schwimmen gehen, nur eben so, wie sie es gern würden. Ja, Burkini-Verbot, das ist so absurd. Und wenn die Trennung zwischen Staat und Kirche sich jetzt entscheidet an der Front Bikini gegen Burkini, dann muss ich sagen, sind wir mittendrin im laizistischen Fundamentalismus. Denn das Burka-Verbot und auch das Burkini-Verbot sind nicht im Sinne der Aufklärung, wie ihre Verteidiger gerne behaupten. Das ist das Gegenteil von Aufklärung. Burkini- und Burka-Verbote sind nicht Aufklärung. Aufklärung hieß ja gerade, sich von Dogmen zu verabschieden, von religiösen, von nationalistischen, von kleinkarierten Dogmen, weg von den Mythen, hin zur Aufklärung. Und das heißt, die Burka tolerieren, auch wenn man sie zutiefst ablehnt. Das wäre die Kultur, die ich mir wünsche. Das ist natürlich schwierig zu verstehen, ne, für so manch einen AfD-Wähler. Das sind dann einfach zu viele Gedanken auf einmal. Das ist die Schwierigkeit. Aber man kann das halt auch nicht einfacher sagen. Die Welt ist komplex und die AfD versucht sie zu vereinfachen, außer in den eigenen Reihen. Da zerlegen sie sich ja gerade. In Baden-Württemberg gibt es ja jetzt zwei Fraktionen. Die einen sind die Antisemiten, die anderen sind die Rassisten. Aber ich kann sie nicht voneinander unterscheiden. Das ist mein Problem. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, wo ist jetzt Meuthen, wo ist Petri? Und ich denke, Kinder, ihr seid Populisten, weil ihr versteht euer Geschäft nicht. Ihr müsst die Welt vereinfachen und nicht noch komplizierter machen, indem ihr euch in mehrere Fraktionen teilt. Und Frauke Petri hat ja gesagt, sie wird gegen jeden Satz vorgehen, der sie in die Nähe des Antisemitismus stellt. Rückt, hat sie gesagt. Aber was muss man da rücken? Das ist ja die Frage. Deswegen, passt auf, AfD, KZBW hoch 2 oder wie auch immer ihr jetzt heißt. Wenn ihr erfolgreich seid, bitte bildet euch nichts drauf ein, nur weil ihr jetzt ein Programm habt. Die haben jetzt ein Programm, das haben sie in Stuttgart verabschiedet. Das fand ich sehr lustig, dass sie es ausgerechnet in Stuttgart gemacht haben, wo doch eigentlich bekannt ist seit Stuttgart 21, dass also unterirdische Ideen in der Stadt nicht so gut ankommen. Aber nehmen wir sie doch mal beim Wort. Das heißt ja immer, das links-grün versiffte Pack, also ihr und ich,
wir würden immer nur über die AfD herziehen und uns gar nicht inhaltlich miteinander auseinandersetzen. Mit ihr auseinandersetzen. Machen wir das doch mal. Setzen wir uns mal inhaltlich mit dem Programm auseinander, das in Stuttgart beschlossen wurde. Da steht also im Programm drin, dass in Zukunft dafür gesorgt werden soll, dass die AfD das Fieberthermometer der Gesellschaft ist, so hat es Frauke Petry gesagt. Die AfD ist das Fieberthermometer der Gesellschaft. Und ich dachte, Moment, dann möchte ich bitte nie wieder Grippe haben. Ich finde ja, die AfD sollte als Wahlmaskottchen nächstes Jahr den After nehmen. Der After, die Darm mit Charme-Offensive der AfD, das fände ich sehr lustig. So, was steht drin im AfD-Programm? Ich habe es mir aufgeschrieben. Es steht drin, dass in Zukunft der Rundfunkbeitrag freiwillig bezahlt wird. Und zwar in der Höhe, wie ihn der, der diesen Lügenpresse-Rundfunk hören will, auch bezahlen will. Also jeder darf so viel zahlen, wie er möchte. Da habe ich gedacht, Leute, AfD, pass mal auf. Auch wenn ihr die Lügenpresse nicht mögt, das ist ja euer Recht, aber ihr schneidet euch doch damit ins eigene Fleisch. Was glaubt ihr denn? Wer kommt noch vorbei und berichtet von euren Parteitagen, wenn nicht die Öffentlich-Rechtlichen? Glaubt ihr ernsthaft, RTL schickt Mario Barth vorbei? So, warte mal hier, pass auf. Pass auf, kennst du AfD, kennst du, pass auf, ist passiert, AfD, kennst du, pass auf, Beatrix von Storch, kennst du, Storch, was die Kinder bringt, pass auf, Beatrix von Storch, weißt du, was die gemacht hat, die hat Gold genommen, weißt du, hat die genommen von Spendengeldern, hat die Gold gekauft, kennst du, Gold, Gold ist was verdiene Zähne. Wird nicht passieren. Und dann sagt die AfD, es sollen ab sofort schon 12-Jährige in den Knast, wenn sie sich was zu Schulden kommen lassen, und auch Alkoholiker und andere Suchtkranke nicht mehr in die Psychiatrie, ab in den Knast. Da frage ich mich natürlich, wie will die AfD in Zukunft ihre Posten besetzen? Aber machen wir uns nicht nur lustig, nehmen wir sie auch wirklich mal ernst, die AfD. Es gibt ja schöne Forderungen in diesem Programm. Zum Beispiel hat Frauke Petry auch gesagt, in Deutschland müssen wir mehr Schweiz wagen. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Sie sagen, wir brauchen mehr Volksabstimmung. Und da ist die Schweiz tatsächlich ein Vorbild. Die Schweiz hat einen deutlich höheren Ausländeranteil als wir in Deutschland, 25%. Und es gibt Volksabstimmungen dort. Und die SVP, so eine Art schweizerische AfD, hat dort vor ein paar Monaten eine Volksabstimmung durchführen lassen. Und die wollten dafür sorgen, dass kriminelle Ausländer sofort abgeschoben werden, ist aber vom Schweizer Volk abgelehnt worden. Wir können wirklich mehr Schweiz wagen. In der Schweiz lernen wir, dass das Volk in der Regel doch immer noch schlauer ist als die Populisten, die von sich behaupten, die einzigen zu sein, die es repräsentieren können. Ja, das können wir. Das fand ich interessant. Und noch ein Widerspruch bei der AfD. Sie sagen zum Beispiel, die deutsche Frau soll ja wieder konservativer werden. Also die soll viele Kinder kriegen, die soll zu Hause bleiben, die soll nicht arbeiten und die soll die Alten pflegen. Aber nur die deutsche Frau. Die zugewanderte Frau nicht, die darf das nicht machen. Nur die deutsche Frau soll viele Kinder kriegen, alle großziehen, nicht arbeiten und die Alten pflegen. Und ich dachte, Moment, das ist doch genau das Lebensmodell, das Tausende von muslimischen Frauen in Europa seit Jahrzehnten leben. Das heißt, ausgerechnet, wenn die AfD an die Macht käme, müssten nicht die Zugewanderten sich uns anpassen, sondern wir uns den Sitten der Zugewanderten. Ja? Ich gebe ja zu, ich bin, was die AfD angeht, ich bin in einer paradoxen Situation. Ich bin ein bisschen in der Burka-Situation. Für mich ist die AfD die Burka unter den Parteien. Ich lehne sie zutiefst ab. Aber es muss sie geben. Für mich aus beruflichen Gründen. Ich lebe von dieser Partei. Wenn die nicht mehr da sind, muss ich wieder FDP-Witze machen. Und das will doch keiner, oder? Dankeschön. Florian Schröder. Beim Radio 1 Parkfest. Wenn Sie jetzt denken, der Mann hat Feierabend, nix ist, heute Abend tritt er in den Wühlmäusen auf. Ist das eigentlich gar nicht anstrengend?
Also jetzt auftreten? Hier und dann ja und dann bei den Wühlmäusen und so? Nein, da laufe ich mich ja erst warm. Also jetzt, für später. Also wir waren jetzt das Warmlaufpublikum. Absolut, das war das Warm-up. Ja. Gibt es da noch Karten heute Abend? Oder? Es gibt nämlich ganz wenige Restkarten, aber für die nächste Show am 6. November gibt es noch ein paar Karten. Du hast ja schon Texte, die du dir vorbereitest, die du ja dann aber irgendwie noch ändern musst, umschreiben musst. Musst du heute Abend um 18 Uhr kommen dann die Prognosen und um 18.20 Uhr wahrscheinlich die Hochrechnung von der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Wirst du dann aktuell deine Texte umschreiben und ändern? Nicht zwangsläufig, also wenn jetzt da gar nichts passiert und das Ergebnis ist irgendwie nicht interessant, das wird wahrscheinlich leider heute nicht der Fall sein, da wird ja sehr viel passieren. Und wenn es sehr ruhig ist, dann nicht unbedingt, aber wenn es Material gibt, wenn schon irgendeiner sich äußert und keine Ahnung, die AfD sich nochmal in 4,5 andere Parteien spaltet, dann ist das natürlich im Programm, klar. Der Mann arbeitet wirklich übrigens unglaublich viel. Ich hatte ihn gebeten, sich nochmal bei mir zu melden, gestern Abend bitte nochmal zu melden, damit wir nochmal über heute sprechen können, was er genau machen wird, und schrieb dann in diese WhatsApp-Nachricht: Du kannst bis 1 Uhr nachts anrufen, kein Problem. Er hat 7 Sekunden vor 1 angerufen, wirklich. Er arbeitet schon sehr viel. Dass er sehr viel arbeitet, sieht man auch daran. Am Mittwoch hältst du einen Vortrag im Kleist-Forum in Frankfurt an der Oder. Der trägt den Titel: Alle Möglichkeiten, aber keine Wahl, entscheiden in der Multi-Optionsgesellschaft. Hä? Ja, ich habe ein Kabarettprogramm gemacht zum Thema Entscheidungen, das heißt, entscheidet euch, das gibt es heute in den Wühlmäusen. Und ich habe so viel an wissenschaftlichem Material, psychologische, soziologische, philosophische Themen, Studien dazu recherchiert, dass irgendwann mal Menschen auf mich zukamen und sagten: Kannst du denn all das, was du hast, nicht auch mal ein bisschen ernsthafter erzählen? Ein bisschen nicht nur Gags, sondern ein bisschen mehr bisschen wissenschaftlicher. Und dann habe ich daraus eine Vortragsfassung gemacht und ab und zu halte ich die dann, erzähle ich ein paar andere Sachen als im Programm. Und wo kann man dich dann das nächste Mal auf der Bühne sehen, hier in Berlin oder Brandenburg? Berlin heute Abend und dann wieder am 6. November wieder in den Wühlmäusen mit dem Kabarettprogramm Entscheidet euch. Florian Schröder, vielen Dank. Dankeschön. Dank dir. Vielen Dank. Danke. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Radio 1 Kommentatoren-Talk live vom nicht mehr regnerischen Parkfest im Park am Gleis Dreieck. Und hier sind unsere Kommentatoren wieder für Sie. Hier ist Bettina Gauss von der Taz, Brigitte Ferle von der Berliner Zeitung, Lorenz Marold vom Tagesspiegel und Hajo Schumacher unter anderem von der Berliner Morgenpost. Ich habe es angedeutet, wir reden jetzt über die AfD. Die AfD wird im Berliner Abgeordnetenhaus ja aller Voraussicht nach die Büros der Piraten übernehmen, nur mit ein paar mehr Leuten noch dazu. Wird die AfD denn ein ähnliches Kurzzeitphänomen sein, was Berlin zumindest betrifft, wie die Piraten? Und da Brigitte Ferle dicke Backen gemacht hat bei dieser Frage, möchte ich von ihr auch die Antwort hören. Ich würde sehr gerne aus vollem Herzen Ja sagen, ich glaube aber, es wird nicht stimmen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die AfD uns noch lange, vielleicht sogar sehr lange erhalten bleiben wird oder uns begleiten wird, uns ärgern wird, uns stören wird, was auch immer. Und zwar einfach deswegen, weil ich glaube, dass da genügend Leute drin sind, die mit diesem vielen Geld, was sie jetzt aus Steuermitteln bekommen werden, als Wahlkampfkostenhilfe wirklich was anfangen und sich etablieren werden und Strukturen aufbauen werden. Und sie haben es geschafft, in kurzer Zeit in die Mitte der Gesellschaft sozusagen vorzustoßen mit ihrem Wutwahlkampf, mit diesem Stimmungswahlkampf. Und das wird nicht so schnell weggehen. Ja, Lorenz Marold gern und dann Bettina Gauss. Ja, ich teile das, weil die Strukturen sind schon viel zu verfestigt. Und wenn Hajo sich eben ein bisschen mokiert hat über die 270.000 Euro, die die Grünen kassieren, da lacht die AfD drüber. Die haben so starke, potente Geldgeber im Hintergrund. Das sieht man an dieser komischen Zeitschrift, die überall im Briefkasten steckte. Das sieht man an den großen Kampagnen, die geführt werden, die nicht von der AfD selbst ausgehen. Und deswegen ist auch diese Idee, eine Entzauberung durch Zusammenarbeit zustande zu bringen, das ist wirklich der gefährlichste Unfug, den ich in den letzten 2 Wochen gehört habe. Also das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Peter Radunski hat diese Idee. Ne? Ich bin ein bisschen optimistischer, obwohl ich nicht ausschließe, dass ihr recht habt. Aber ich glaube, dass sie sich zerlegen wird, weil es einfach, und zwar nicht nur in Berlin, sondern auf Bundesebene auch, weil es sich einfach gezeigt hat, dass wie bei vielen Neugründungen zu viele profilsüchtige Leute, die eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben, außer ein Ventil für die Wut zu bieten,
sich gegenseitig behaken. Ich glaube nur, selbst wenn sie sich zerlegt, ist das Problem damit nicht gelöst. Der Prozentsatz an Leuten, die nur noch Verachtung haben für etablierte Politik, der wird ja nicht kleiner, auch wenn sich die AfD zerlegt. Der wird übrigens auch nicht kleiner, wenn die Union jetzt versucht, die AfD rechts zu überholen in Teilen. Und deswegen, ja, ich glaube, ich hoffe, dass sie ein Eintagsfliege bleibt und genauso, oder ein Strohfeuer ist das bessere Bild, und genauso schnell verschwindet, wie sie sich etabliert hat. Aber ich denke, das Problem ist damit nicht gelöst. Heidi Schumacher? Die AfD gibt es nicht. Dieses Konstrukt, diese Partei ist in Wirklichkeit viele. Und es ist noch nicht so richtig klar, was da am Ende bei rauskommt. Ich sag mal, vom Hardcore-Neonazi bis zum enttäuschten CDU-Wähler ist da alles dabei. Und, übrigens auch enttäuschte linken Wähler. Oder enttäuschte linken Wähler, nicht zu vergessen. Und es ist noch nicht ausgemacht, wie diese AfD in ein paar Jahren aussehen wird. Das wird sich in unterschiedliche Landesverbände, also es wird, ich sag mal, so ein wie in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, vor dem man sich wirklich nur gruseln kann. Und da gibt es vielleicht etwas bürgerlichere. Und es ist so ein bisschen wie vor 30 Jahren bei den Grünen. Da waren auch wahnsinnig viele verstrahlte Trotzkisten am Start, die alle möglichen Idiotien im politischen Programm hatten. Bis dann die Grünen zu einer Regierungspartei wurden, die 1998 mitregieren durfte, war es ein langer Weg. Insofern weiß man noch überhaupt, ich finde es gut, dass sie im parlamentarischen Alltag gezwungen werden, sich auch an parlamentarische Regeln zu halten. Dann werden so Sachen wie Parteienfinanzierung oder sowas, werden dann einfach mal sehr viel gründlicher unter die Lupe genommen. Sie haben im Moment einen strategischen Vorteil, und das wird Ihnen die Linke nie verzeihen, Sie sind die einzige wirkliche Protestpartei. Wenn man gegen irgendwas ist, also auch gegen alles, gegen Gesamtsituationen, gibt es eigentlich nur AfD zu wählen, und das macht sie so gefährlich. Ich meine, genau wissen wird man das erst, wenn sie zum zweiten Mal gewählt werden. Jetzt sind sie im Moment noch überall zum ersten Mal gewählt. Und in Wahrheit wählen die Leute ja keine Partei, sondern sie wählen eine Imagination ihrer Stimmung. Also das, was sie sich selber unter Protest vorstellen, das wird im Moment alles auf die AfD projiziert. Und das wird, deswegen sage ich, es wird sich erst bei der zweiten Wahl entscheiden, ob damit wirklich eine Partei gemeint ist und eine Richtung, oder ob es eben diese Stimmung ist. Und das kann man, glaube ich, nicht über sehr viele Wahlkämpfe aufrechterhalten. Aber genau an dem Punkt hänge ich. Also wenn man dann sagt, dieses Entzaubern in Regierungsverantwortung ist zu gefährlich, aber wenn man sagt, vielleicht auch durch parlamentarische Arbeit werden die sich entzaubern, wirklich? Nee. Also es ist auch völlig egal, was die für eine parlamentarische Arbeit machen. Wenn plakatiert wird, Grenzen zu, dann ist doch, ich meine, das sieht man doch auch im Berliner Wahlkampf. Ich sehe wenig Plakate, die mit Themen zu tun haben, die wirklich in Berlin entschieden werden. Also wenn man sagt, man will die Grenzen zu haben, kann die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus 100% kriegen. Die Grenzen werden nicht geschlossen werden, weil es einfach kein Berlin-Thema ist. Sie können aber, also ist doch völlig egal, was sie in ihre Plakate schreiben. Genau, aber das heißt doch, die werden auch durch parlamentarische Arbeit nicht entzaubert. Naja, Baden-Württemberg ist nicht gerade imagefördernd gewesen, was sie dort abgeliefert haben. Und die Leute sind ja nicht alle blöd. Das Phänomen aber, Bettina, das finde ich dann auch eine gewisse Herablassung gegenüber Leuten, die eine politische Haltung vertreten, die ich wahrlich nicht teile. Aber es ist nicht so, dass die Leute, wenn sie einmal ihrer Wut Luft gemacht haben und die AfD gewählt haben, dass sie dann überhaupt nicht mehr hingucken, was die eigentlich treiben. Und wie gesagt, ein öffentlicher, inhaltlich durch nichts mehr unterfütterter Streit ist was, was Leute noch weniger mögen, als sie die etablierten Parteien mögen. Lorenz Marold. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Ihnen bisher nichts geschadet hat. Keine verrückteste, keine rassistische Äußerung. Selbst die Zellteilung hat Ihnen nicht geschadet, sondern eher genutzt. Und es ist zum ersten Mal, dass eine rechte, rechtspopulistische Partei, und wir haben schon einige gesehen, auf Dauer es schafft, und Dauer ist jetzt schon ziemlich lange, Gründung 2013, die Leute an sich zu binden auf eine Art und Weise, die einen wirklich staunen macht. Und zwar eben mit steigender Tendenz. Wir hatten die Stadtpartei in Hamburg, wir hatten die Schill-Partei, wir hatten die Republikaner im Berliner Abgeordnetenhaus. Die haben sich alle aufgeführt wie die Axt im Walde. Deswegen ist es nicht egal, wie sie sich im Parlament benehmen, aber außerhalb der Parlamente scheint es ihnen nicht zu schaden. Und das ist das, worüber wir uns wirklich Gedanken machen müssen. Da scheint es also doch tatsächlich zum ersten Mal einer Partei gelungen zu sein, von ganz rechts außen bis tief in die bürgerliche Mitte hinein ein Gefühl aufzugreifen, das hier offensichtlich den Leuten wichtig ist. Und das ist das, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und wir müssen mal eines
der Vollständigkeit halber auch sehen. Es gibt bestimmte Begriffe, die durfte man vor 12 Monaten nicht benutzen. Das Wort Obergrenze zum Beispiel. Das war vor 12 Monaten reines AfD-Deutsch. Inzwischen sagt der SPD-Vorsitzende selbst, dass man eine Obergrenze braucht. Das heißt, sie haben tatsächlich auch die politische Debatte ein Stück verschoben. Balkanroute wäre vor einem Jahr völlig undenkbar gewesen, dass man politisch sagt, die muss man zumachen. Heute ist sie zu. Alle sind relativ erleichtert, muss man auch mal sagen. Das heißt, die etablierten Parteien hatten eben auch das Problem, dass sie bei einigen Themen der AfD hinterhergerannt sind. Was können die etablierten Parteien denn jetzt tun, um die Erfolgsgeschichte der AfD zu stoppen? Und das ist ja im Interesse der etablierten Parteien. Ich glaube, das Gegenteil dessen, was manche tun, nämlich ihnen nicht hinterherlaufen, ja, sondern bei sich bleiben und die eigene Politik machen. Also ich halte das wirklich für absolut fatal zu glauben, man könnte die AfD rechts überholen. Da ist nämlich nichts mehr rechts von der AfD, das ist ganz rechts. Und da muss ein sozialdemokratischer Kanzlerkandidat sich wirklich sehr genau überlegen, was er tut. Und ich halte das, was Gabriel im Moment tut, für wirklich falsch. Und was sich abgespielt hat in den letzten 12 Monaten im Hinblick auf Flüchtlingspolitik, wo ich ja nicht sage, dass allein der Satz, wir schaffen, das eine Lösung aller Probleme gewesen ist, aber ich hätte tatsächlich vor 12 Monaten nicht für möglich gehalten, dass wir heute da stehen, wo wir sind. Jetzt darüber diskutiert wird, ob man Flüchtlinge nach Griechenland zurückschickt und wir mit einem diktatorisch regierenden türkischen Präsidenten ein Abkommen haben, wo wir so tun, als sei das der Weg, ja, die Flüchtlingsfrage zu lösen. Kommen wir unerträglich. Und die Erleichterung, die in der Tat viele etablierte Parteien dabei empfinden, wird von einem Teil ihrer Wählerschaft nicht geteilt. Also ich empfinde diese Erleichterung nach wie vor nicht, sondern ich finde es beschämend, was Europa sich mit den Flüchtlingen leistet. Kommen wir gleich drauf. Journalisten gehen in der Regel sehr kritisch mit der AfD um. Gibt es denn irgendwas, was die AfD auch richtig gut macht? Wen belaste ich jetzt mit dieser Frage? Ich glaube, Lorenz Marhold. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also sie agieren schon sehr geschickt, ja, finde ich. Also das muss man ihnen einfach zugestehen. Aber wie machen die das? Und ich sage mal so, dieses bewusste, wir wollen gar nicht regieren, das ist natürlich nur eine Chimäre, weil wir haben eben darüber diskutiert, welche Macht die AfD eigentlich schon ausübt auf die Politik, auf die tatsächliche. Und das ist das Besondere, die müssen gar nicht regieren, um Regierungsentscheidungen mit zu beeinflussen. Und das finde ich auch ist das Fatale daran. Und da muss man einfach sagen, das machen sie schon geschickt. Politisch sehe ich da 0, überhaupt nichts. Aber ich muss auch noch mal sagen, so, weswegen das so schwierig ist. Wir können nicht wirklich sagen, die AfD ist eine rassistische Partei, obwohl es sehr viele Anhaltspunkte dafür gibt, dass es sehr viele rassistisch denkende Mitglieder gibt. Aber wenn man sich den AfD-Vorsitzenden von Berlin anschaut, das ist der klassische rechte nationale CDU-Politiker der späten 80er Jahre, mehr nicht. Georg Pazderski heißt der Mann. Genau. Ja. So, ich teile nicht eine einzige Position von dem, aber er gehört in gewisser Hinsicht ins demokratische Spektrum. Und das macht die Sache für uns so schwierig, weil in dessen Gefolge auch auf der Berliner Liste Antisemiten, Neonazis und Rassisten ohne Ende stehen. Und das macht es für uns so schwierig, damit umzugehen. Und ich glaube auch, dass deswegen das mit der Entzauberung im Parlament nicht funktionieren wird. Weil wenn man sich das Berliner AfD-Programm anguckt, dann ist genau das, was zwischen allen anderen Parteien auch da ist. Es gibt keine Unterscheidbarkeit. Im Berliner AfD-Programm steht drin, wo Wohnungsbau, öffentliche Infrastruktur, Radwege, habe ich vorhin schon gesagt. Mehr Polizisten, Renten privatisieren, mehr Sicherheit und so weiter. Also da ist gar nicht so viel an irgendwie provokantem Streit zu erwarten. Zum Hundegesetz haben sie sich nicht geäußert. Ja. Die sind echt schlau. Fehler. Ja. Aber sie wollen die A100 weiterbauen. Ne? Also hätte Müller einen wunderbaren Partner dafür. Hajo Schumacher wollte gerade was dazu sagen. Also erstens mal, wenn man sich das Wahlprogramm genauer anguckt, ist es eine extrem unsoziale Partei. Es ist so neoliberal wie... Das Bundeswahlprogramm. Ich habe vom Berliner Wahlprogramm gesprochen. Klar, aber ja, man wählt stimmt, ja immer ein Paket. Aber es stimmt doch, dass auch im Berliner Wahlprogramm der Mindestlohn abgeschafft werden soll. Das steht im Berliner Wahlprogramm meines Erachtens nicht drin. Gut, das lesen wir dann nochmal bis zum nächsten. Wir das. Ich treffe ja Herrn Pazderski morgen im schönen Morgen auf Radio 1. Da werden wir eine Stunde mit ihm plaudern. Da werden wir das klären. Ja, das stellen wir uns mal einen Wecker, wa? Ich möchte eine etwas größere Anmerkung machen. Angela Merkel war es nicht mit dem Satz, wir schaffen das, die AfD so stark gemacht hat, sondern es war ein anderes Problem. Die
CDU hatte immer einen nationalkonservativen Flügel. Der hieß mal Dregger, der hieß mal Kanter, der so ein bisschen Erika Steinbach geistert jetzt noch durch die Gegend. Aber Angela Merkel hat aus vielen durchaus nachvollziehbaren Gründen diesen Flügel komplett abgeschafft in der CDU. Hier in Berlin-Brandenburg war das zum Beispiel General Schönbohm. Wie gesagt, ob man den mochte oder nicht, aber das war klare Kante, der war auch absolut nicht braunverdächtig, kein Stück, der war einfach nur so Hardcore-CDU. Angela Merkel hat aus vielen Gründen, also Männer katholisch aus dem Westen, das komplette Gegenteil von ihr, das war ihr einfach unheimlich. Und es war ein strategischer Fehler, diesen Flügel in der CDU komplett mundtot zu machen. Das hat der AfD einfach wahnsinnig viel Momentum gegeben und das vielleicht einer der größten strategischen Fehler und so ganz viele hat sie nicht gemacht von Angela Merkel. Aber entschuldige, es ist ja nicht nur die CDU, sondern das ist ja eine Unionspartei und es ist ja nicht so, dass die CSU nicht nach wie vor in Teilen diesen nationalkonservativen Horst Seehofer Charakter tut, was er kann, das stimmt. Ja, und Herr Söder ist auch ganz tapfer. Herr Söder, richtig, ja. Aber wir haben doch vorhin schon festgestellt, dass die AfD nicht nur von der CDU abgreift. Die greift doch genauso von den Linken ab. Dann müsste man jetzt logischerweise sagen, also die Linke, die muss ihren nationalreaktionären Ostflügel irgendwie stärken, damit die Leute nicht zur AfD abwandern. Ich glaube, das ist ein bisschen zu... Nee, aber es gab zum Beispiel Zeiten, als die SPD noch 40% im Bund holte, da hieß das Gespann Lafontaine-Schröder. Ja, der eine war für das Linke zuständig und der andere fürs Regierungshandeln. Und das hat ja auch ein Jahr geklappt. Das hat ganz gut funktioniert, zumindest mal im Wahlkampf. Und irgend so ein Rechtskasper hätte sich Frau Merkel auch auf die Bühne holen sollen. Hat sie nicht getan. Ja. Dann verlassen wir jetzt gleich die Berliner Wahl abschließend noch. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, wer wird nach dem 18. September in Berlin die neue Regierung bilden? Wir können es abkürzen. Ist irgendjemand der Meinung, dass es nicht Rot-Rot-Grün sein wird? Dann möge der jetzt sprechen oder für immer schweigen. Nee, naja, Orakel bin ich nicht, aber ich habe schon gesagt, ich halte es nicht für ausgemacht, dass es so kommt. Die müssen das erstmal zustande kriegen, auch wenn es rechtlich, wenn es zahlenmäßig reicht. Und wenn sie es nicht zustande kriegen? Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, die neuerdings Hajo hier stellt. Dann haben wir vielleicht ein paar Monate einen regierenden Bürgermeister Saleh, der Neuwahlen nach einem Jahr ausruft. Ja, hätten wir das geklärt. Dann kommen wir zu einem Thema, was uns diese Woche beschäftigt hat. Wir alle erinnern uns an die fast einstimmige Armenien-Resolution des Bundestags im Juni, in der die ab 1915 von der osmanischen Regierung an den Armeniern begangenen Massaker als Völkermord eingestuft wurden und in der auch übrigens die Mitverantwortung Deutschlands klar benannt wurde. Und diese Resolution bietet uns seit Freitag ein tolles neues politisches Thema, seit der Spiegel gemeldet hat, dass sich die Bundesregierung durch Sprecher Steffen Seibert zum einen von der Resolution distanzieren möchte und zum anderen der Türkei zuliebe betonen wird, dass diese Resolution rechtlich nicht bindend ist. Und dazu sagte Steffen Seibert sinngemäß, stimmt nicht, wir distanzieren uns überhaupt nicht, aber rechtsverbindlich ist diese Resolution wirklich nicht. Ist das am Ende ein Kniefall vor Erdogan oder ist das das letzte Sommerloch-Thema 2016, Frau Gauss? Selbstverständlich ist es ein Kniefall vor Erdogan, der sich ja auch prompt erkenntlich zeigt und jetzt so nett ist, Bundestagsabgeordneten zu erlauben, Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Stützpunkt zu besuchen. Ich meine, der ganze Vorgang ist NATO-Stützpunkt, in der Tat. Der ganze Vorgang ist abenteuerlich. Also ich meine, die Regierung, die Bundesregierung ist dem Parlament verpflichtet und wird vom Parlament kontrolliert. Das ist verfassungsmäßig so vorgesehen. Das hat Putschcharakter für mich, wenn der sich hinstellt und sagt, naja, rechtlich nicht bindend. Eine fast einstimmig verabschiedete Resolution, von der ich verstehe, dass sie dem Außenminister und der Bundeskanzlerin im Moment nicht gut in Kram gepasst hat. Aber wenn das keine Distanzierung ist, der Hinweis auf rechtlich nicht bindend, was soll es denn sonst sein? Also Putsch finde ich schon steil. Okay, ich ziehe es zurück, es war zu steil. Ich hänge nicht dran. Also, Hajo Schumacher, kein Putsch, aber... Der Bundestag hat sehr viel Wert darauf gelegt, ein souverän entscheidendes Gremium zu sein. Und das hat das Hohe Abgeordnetenhaus mit der Armenien-Resolution auch getan. Sie haben ihre Meinung, die nicht die Meinung der Regierung ist, haben sie kundgetan. Und jetzt nimmt sich die Regierung tatsächlich raus, zu sagen, ja, wir akzeptieren dieses Votum, aber wir werden nicht danach rechtsverbindlich
handeln. So, ich finde diesen Vorgang weder putschig noch skandalös. Es ist das, was man Realpolitik nennt. Oh. Das, ja, Entschuldigung, das geht nicht, also das geht nicht immer nur mit Kuscheleien einher. Es ist vom moralisch-ethischen her höchst fragwürdig, gar keine Frage, aber Realpolitik ist nicht moralisch-ethisch. Naja, also Realpolitik kann und sollte durchaus auch moralisch ethisch sein. Bin ich dabei, bin ich dabei. Ist ja, nicht, ist ja kein Gegensatz, kein naturgegebener Gegensatz. Und was heißt das denn bitte? Der Bundestag hat viel Wert darauf gelegt, ein eigenständig entscheidendes Gremium zu sein. Das ist von der Verfassung so vorgesehen. Ja, klar. Ich meine, und von der Verfassung, um es nochmal zu sagen, ist auch vorgesehen, dass die Bundesregierung durchs Parlament kontrolliert wird. Aber es steht nicht in der Verfassung, dass Resolutionen des Bundestages rechtsverbindlichen Charakter haben. Insofern nimmt die Bundesregierung sich da ihren Spielraum, den sie hat. Ich frage mich auch, was das eigentlich was heißen das heißt? Soll, rechtsverbindlich, unter welchen Umständen denn? Dieses war eine Einordnung, eine geschichtliche Analyse, wo wir übrigens bei den Herero in Namibia ja noch lange drauf gewartet haben. Was soll mir das denn sagen, wenn nicht ein Signal an Erdogan, wenn sich der Regierungssprecher hinstellt und sagt, ist nicht rechtsverbindlich? Was hat das denn für eine praktische Konsequenz, wenn wir hier über Realpolitik reden? Falls Sie gerade den Videostream auf radio1.de verfolgen, ich sitze hier wie bei so einem Tennisspiel immer hin und her. Jetzt Hajo Schumacher noch mal zurück. Nein, ich finde, es ist alles gesagt. Fleiß. Lorenz Marold, aber Sie wollten was dazu sagen. Nee, Bettina hat alles dazu gesagt. Ich finde, die Art und Weise, wie die Gewaltenteilung unterlaufen wird, indem man sich einfach dahinstellt als Regierung und sagt, können die doch beschließen, ist uns doch egal, das hat schon echt eine Schutzbe. Und auch wenn man sich jetzt auf diese Spitzfindigkeit, Sie haben ja kein Gesetz beschlossen im Bundestag, was stimmt, so. Zurückzieht, was Hajo ja als wesentlichen Punkt hat, bleibt doch immerhin das Signal, was davon ausgeht, dass sich die Bundesregierung glaubt, losmachen zu können von den Entscheidungen des Bundestages, bedenklich. Weil am Ende aller Enden besagt diese Gewaltenteilung eben auch, dass sich nicht die Regierung einen Bundestag hält, sondern die Bundestag eine Regierung. Und das ist einfach auf den Kopf gestellt. Und Entschuldigung, geht nicht. Entschuldigung, wenn wir jetzt schon parlamentarisch präzise sind, dann hätte Frau Merkel auch alles das, was vor einem Jahr passiert ist, nicht verkünden dürfen, ohne vorher das Parlament zu fragen. Putsch. Ja, noch ein Putsch. Ja, das heißt, wenn Parlament, dann immer Parlament und nicht nur in einzelnen Fällen. Und eine Regierung behält sich manchmal vor. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich sage nicht, dass ich das richtig finde. Auf der anderen Seite muss es... kann es diese Rechtsverbindlichkeit, so von wegen das Parlament beschließt, eine Resolution, wie gesagt, kein Gesetz, das kann nicht gleichzeitig unbedingt zwingend Regierungshandeln aber sein. Aber Entschuldigung, das ist doch einfach nicht wahr, was du sagst. Natürlich hätte das Parlament eine Vorlage einbringen können, ein Gesetz einbringen können, dass die Bundeskanzlerin darin gehindert hätte, die Flüchtlingspolitik so zu machen, wie sie sie eine Zeit lang gemacht hat. Mhm. Die Souveränität des Parlaments war nicht dadurch eingeschränkt, wenn das Parlament nicht selbst die Kanzlerin hat entschieden, bevor das Parlament entschieden hat. Und das Parlament hätte dem jederzeit widersprechen können, hätte eine anderslautende Resolution eingeben können. Und das haben sie bei Armenien getan. Das ist genau der umgekehrte Fall. Jetzt zwischen diesen beiden, ich muss Ihnen das am Radio erklären, also zwischen Bettina Gauss auf der einen Seite und Hajo Schumacher auf der anderen Seite sitzt zum einen der hilflose Moderator, aber auch Brigitte Fährle und die rettet sie jetzt. Ich will diesen Zwist hier gar nicht entscheiden, sondern auf was ganz anderes kommen. Ich glaube, was diese Situation uns doch zeigt, ist, wie verzweifelt die Bundesregierung ist in Richtung Türkei. Also dass die Bundesregierung, ich bin da ganz bei Bettina Gauss, dass die Bundesregierung sich distanziert von einer Entscheidung des Parlaments, ist für uns ein innenpolitischer und ein außenpolitischer Skandal. So, aber das Problem hinter dem Skandal ist, dass wir im Grunde Erdogan ausgeliefert sind. Wir brauchen ihn für den Flüchtlingspakt und wir brauchen ihn vor allen Dingen, und das ist noch ein viel größeres Problem, für alle Gespräche, die in diesem Syrien-Konflikt notwendig sind. Man kommt um Erdogan in der Syrien-Frage nicht mehr rum. Und das gibt ihm im Moment eine Macht, die uns zwingt, Dinge offensichtlich, jedenfalls sieht das die Bundesregierung so, Dinge zu tun, die sie wahrscheinlich unter normalen Umständen auch nicht tun würde. Ist das, ich weiß, dass wir uns fast ein bisschen im Kreis drehen, trotzdem, ich versuche nochmal auf Hajos Realpolitik zurückzukommen.
ich zitiere mal Merkel sinngemäß, sie hat das so nicht gesagt, aber ich denke, vielleicht denkt sie so, vergesst mal Stolz, vergesst große Reden und Überzeugung, ich verbessere das Verhältnis zur Türkei, da sind mir ein paar Sätze auf einer Pressekonferenz von Steffen Seibert doch egal. Ist das Merkels Realpolitik, Lorenz Marold? Ja, offensichtlich ist sie das, ja. Aber die Frage, die wir auch diskutieren müssen, wir sagen jetzt immer so, wir setzen quasi voraus, als gegeben, wir brauchen die Türkei für die Flüchtlingspolitik. Und das ist doch, da sind wir doch schon einen Schritt über das Selbstverständliche eigentlich hinaus. Sondern wir müssen eigentlich in Frage stellen, ist das tatsächlich so? Oder ist dieses aus dem Affekt heraus... aus dem Affekt heraus, wir haben ja eben über die AfD geschrieben, gesprochen, und alle haben darüber geschrieben, wir müssen jetzt was tun, so, dass man diesen Affekt einfach als so ist es nun mal voraussetzt und davon alles andere ableitet. Das ist der Kardinalfehler dabei. Und übrigens, dasselbe gilt doch auch für die Bundeswehrsoldaten auf dem NATO-Stützpunkt. Natürlich. Ich meine, dann muss man sie halt abziehen, Herrgott, nochmal. Ist doch nicht so, dass nur die NATO von Herrn Erdogan abhängig ist, sondern... Die Türkei ist ja auch nicht ungern in der NATO und aus guten Gründen. Ich bin bei allem dabei. Ich bin vor allen Dingen bei Brigitte Ferle, die sagt, es ist eine extrem verzwickte Situation. Und jeder, der sagt, dass es eine einfache Lösung gibt, ziehen wir halt ein paar Bundeswehrsoldaten ab, gibt es ein bisschen Krach in der NATO, ja, muss man mal durch. Das ist halt alles hochproblematisch. Nur mal angenommen, das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, so schmierig das auch ist, geht kaputt. Mhm. Und wir haben die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Wir haben gerade über die AfD geredet. Wie viel Prozent haben Sie dann? Ja. Das weiß ich nicht, aber wenn wir weiterhin Flüchtlingspolitik, Militärpolitik, Bündnispolitik ausschließlich oder überwiegend unter dem Gesichtspunkt machen, um Gottes Willen, wenn wir uns dem nicht anpassen, was für einen Prozentsatz hatten dann die AfD, dann ist das eine Selbstentmachtung demokratischer Strukturen. Richtig, ich gebe es nur zu bedenken, dass es keine einfache Lösung gibt. Es gibt keinen Königsweg. Habe ich auch nicht behauptet. Aber wir sagen jetzt, egal was man macht, es wird immer schmutzig. Genau, wir sagen jetzt gerade, wie wir mit Erdogan besser nicht umgehen sollten, was wir alles nicht machen sollten. Wie machen wir es denn dann richtig? Und schon wieder löst dieses Problem Brigitte Ferle. Also ich glaube, man muss sich sowieso trennen von der Vorstellung, dass es in der Politik irgendein richtig oder ein falsch gibt. Es gibt doch immer nur die Möglichkeit, gerade das Mögliche zu tun und gerade in der Außenpolitik. Wir haben doch, das ist jetzt fast eine Merkel-Antwort. Ne? Es hilft uns doch auch, kann sein. Jetzt wird er persönlich. Das kann ich aushalten. Es hilft uns doch gar nichts, wenn wir moralisch am Ende auf der richtigen Seite sind, wenn es nicht vorwärts geht. Also ich sage jetzt, ich weiß keine Lösung. Ich weiß nur zu sagen, wir müssen dem Erdogan dann mal eine vor den Latz knallen und dem mal zeigen hier, dass wir auf der richtigen Seite sind und er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Da fühlt man sich im Moment gut damit, aber wo führt es denn hin? Wenn Erdogan wieder alle Flüchtlinge durchlässt, ja? Also ich sage auch, wir müssen, Flüchtlingspolitik muss anders sein, als sie im Moment ist. Aber stellen wir uns mal vor, Erdogan lässt wieder alle Flüchtlinge durch. Und es kommen wieder nicht 300.000 nach Deutschland, sondern es stehen wieder wie im letzten Jahr 1 Million vor der Tür. Welche Antwort haben wir denn dann darauf? Ich sage ganz bewusst, ich weiß es nicht, aber dem muss man sich doch stellen, wenn man sagt, hier, Erdogan, und so geht's nicht. Entschuldigung, wer hat denn dafür plädiert, in der gegenwärtigen Situation Erdogan eins vor den Latz zu knallen? Es ist doch ein Unterschied, ob ich mich hinstelle als Sprecher der Bundesregierung und mich distanziere, wie immer wir das Kind dann am Ende nennen, mich distanziere von einer Resolution des Parlaments. Er würde sagen, er hat sich aber da waren oder, wir ja, ja, ich weiß, dass er das sagt. Jetzt. Aber ob man Erdogan, wie du es formuliert hast, einen vor den Latz knallt. Wer hat denn das empfohlen und in welcher Form? Die Frage ist doch umgekehrt, was lässt man sich von diesem Mann eigentlich noch alles bieten? Die Armenien-Resolution des Deutschen Bundestags war doch schon mal ein sehr klares Statement, das offenbar in Ankara auch gehört wurde und verstanden wurde. Ja, und das also auch ist ja nicht so, sich alles bieten lassen. Was für die türkischstämmigen Abgeordneten eine enorme Situation von Druck und Morddrohungen zur Folge hat. Und vielleicht wäre es gerade deswegen auch ein Signal gewesen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, hier sind wir auch mal solidarisch mit den Mitgliedern des Parlaments, die wegen einer Resolution zu einem Völkermord selbst mit Mord bedroht werden. Und da finde ich diese Rumgeeierei einfach nicht in Ordnung. Und
ich möchte gar nicht zu sehr jetzt in die ganz große Außenpolitik fliehen, aber wir reden jetzt vor allem über Flüchtlinge und haben jetzt wenig darüber geredet, wie dieser Syrien-Konflikt gelöst werden kann, in dem ja die Türkei auch eine entscheidende Rolle spielt. Wollen wir darüber reden oder ist das zu kompliziert? Da könntest du mit Bettina bestimmt stundenlang drüber reden. Naja, wir können, das ist jetzt eine merkwürdige Rolle. Soll ich jetzt sagen, wir reden drüber? Oder? Ja, ich möchte vor allem mal hören, auch dafür sollten wir ja gute Beziehungen zur Türkei haben. Naja, es ist in der Tat ein sehr großes Fass, das man aufmacht. Dafür werden auch die Beziehungen zu Russland verbessert werden müssen. Das wird nicht anders gehen. Und ja, und warum? Weil es die NATO und die EU nicht hingekriegt haben, in Syrien irgendetwas auf den Weg zu bringen. Weil sie inzwischen ist man Putin dankbar dafür, dass er Fassbomben wirft. Na, so weit würde ich nicht gehen. Was sich in Aleppo abspielt, da hält sich meine Dankbarkeit in engen Grenzen. So, aber der Zeitpunkt ist verpasst worden aus einer unglaublichen Hybris des Westens heraus, wo es möglich gewesen wäre, mit Moskau zu einer Einigung zu kommen. So. Es hat sich ja nichts an der Grundsituation geändert. Moskau hat einmal signalisiert, dass sie bereit sind, Assad Asyl zu gewähren und dass man dann guckt, dass man eine Regierung der nationalen Einheit hinkriegt. Dieser Zeitpunkt ist verpasst. Ich weiß nicht, was jetzt beim G20-Gipfel geredet wird in Gesprächen am Rande. Nur, dass jetzt noch die Türkei mittendrin steckt. Naja gut, ja klar. Ja. Aber das ist jetzt Erdogan, die gruselige Chance bekommt, die Kurden auf diesem Weg zu bekämpfen, unter dem Vorwand, der würde in Syrien aufräumen. Das ist alles, da sind wir wieder an diesem Punkt, es ist hochgradig vertrackt. Ursachen liegen viele Jahre zurück, kriegt man nicht mehr zurückgedreht und jetzt hat man den Schlamassel. Und das ist der Grund, warum wir eigentlich gerne so über Fahrradstreifen in Berlin reden oder so. Da kann man die eine oder die andere Meinung haben, das ist ein Problem, was irgendwie lösbar ist. Ich würde gerne noch über Angela Merkel reden, um die wird es ja immer einsamer. Der Deutschlandtrend von dieser Woche sagt, sie ist noch bei 45% der Deutschen beliebt. Das ist der niedrigste Wert seit 5 Jahren. Noch schmerzhafter für sie dürfte sein, dass sie nur noch einen Prozentpunkt vor Horst Seehofer liegt. Wie kommt die Frau aus dem Loch wieder raus? Jetzt lasse ich mal Brigitte Ferle in Ruhe und frage Lorenz Marold. Oh ja. Nein, ich Kanzlerinnenberater hier. Ja. Ich glaube, der Hajo Schumacher kennt sie von uns hier in der Runde am besten. Ja, wir jeden Morgen telefonieren wir kurz und machen die große Lage. Er redet jetzt so drumherum, aber er kennt sie wirklich. Das heißt, du bist schuld. Ja, einer muss es sein. Ja. Eigentlich ist es de Maizière oder Altmaier, aber ich nehme das auch gerne mal auf mich. Also wie kommt sie da raus? Ich würde mal sagen, warten. Ne? Also das, was man in der letzten Phase des Wahlkampfs, das erste Fährlische Gesetz, einfach gar nicht mehr bewegen die letzten Wochen, das sollte sie bis zur Bundestagswahl 2017 auch machen. Was ein Jahr wäre. Was ich hochspannend finde, ist die Frage, macht die Frau tatsächlich 2017 weiter? Mhm. Und die hat am eigenen, also als Ministerin mitbekommen, wie Helmut Kohl sich in der letzten Legislaturperiode 94, 98 von seinen eigenen Parteigenossen hat zerlegen lassen. Das gleiche ist Edmund Stoiber passiert, das gleiche ist Johannes Rau passiert, das gleiche ist Kurt Biedenkopf passiert. Das heißt, wenn man das letzte Mal antritt, dann weiß man am Wahlabend, wenn man gewonnen hat, weiß man ganz genau, dies ist der Tag, an dem mein schleichender politischer Tod beginnt. Weil der letzte Hintersasse aus der letzten Reihe mit seinen kleinen, schmutzigen, rostigen Messern auf einen wirft. Und ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht doch lieber mit ihrem charismatischen Professor Sauer sich in diese engen Sitze von Bayreuth zwängt und sich da den Ring über sich ergehen lässt. Das ist immer noch angenehmer als nochmal 4 Jahre aus Seehofer. Dann machen wir eine Doppelfrage draus. Also erstens, wie kommt sie aus diesem 45%-Loch wieder raus? Also wie wird sie wieder beliebter in Deutschland? Sie war ja über Jahre sehr, sehr beliebt. Und tritt sie überhaupt nochmal an? Also das Erste lässt sich natürlich nicht sagen. Es kommt natürlich darauf an, wie entwickelt sich die Situation weiter, die wir eben besprochen haben. Das ist ja völlig klar. Die alle sehr ausweglos klangen. Ich weiß gar nicht, ob die alle so ausweglos sind. Wir haben ja auch bei der letzten Wahl gesehen, da ist sie knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt. Das ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Ja, das wäre vielleicht der Zeitpunkt gewesen, Hajo, wo sie hätte sagen sollen, so wie Blome das vorausgesagt hat, 2 Jahre und dann lasse ich's. Blome, aber, ja, der große Weissager. Ja. Nur für alle, die es nicht wissen, wir reden von Nikolaus Blome,
stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Ja, ja, der hatte ja die Uhr gestellt und demnach ist sie jetzt seit, ich glaube, 4 Monaten nicht mehr Bundeskanzlerin. In Brüssel ist sie jetzt, ja, ne? EU-Kommissionspräsidentin. EU-Kommissarin. Ja, ja. Nee, aber sag mal so, was die Merkel unterscheidet von den Namen, die du eben genannt hast, das ist, die hat ein so hohes protestantisches Arbeitsethos, dass ich glaube nicht, dass die hinwirft in der Situation, in der sie das Gefühl hat, ich muss hier noch was löten, was grundsätzlich ist. Und deswegen glaube ich... Aber es ist doch immer was zu löten. Ja, aber das ist schon was ganz Fundamentales, weil es geht jetzt tatsächlich auch um das Bild in der Geschichte, was da von ihr bleibt. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie noch eine Runde dranhängt. Was sagt Brigitte Fährle? Ich bin da, im Moment kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich hätte vor 3, 4, 5 Monaten hätte ich gesagt, selbstverständlich, die tritt wieder an. Ich glaube, wir haben es in der letzten Runde im Tippi oder wo auch immer, auch wir besprechen es ja auf jedes Mal. Auf welcher Bühne dieser Welt auch immer. Auf welcher Bühne dieser Welt. Ja. Und da habe ich immer gesagt, die letzten Jahre, die tritt wieder an, auf alle Fälle. Im Moment bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Sie muss ja sehen, ob sie dieses Problem, in Anführungszeichen, was sie geschaffen hat durch diesen Satz, wir schaffen das, ob sie das in den Griff kriegen kann oder nicht. Wenn nicht, würde sie als Gescheiterte abtreten. Wenn ja, würde sie als jemand abtreten, der sozusagen die Krise bewältigt hat und uns Bürger auch überzeugt hat davon, dass das richtig ist. Und die Schwierigkeit bei Merkel, also auch mit den Umfragen jetzt und wie wird sie wieder beliebter, ist doch, sie war so lange wahnsinnig beliebt, solange wir ihr immer vorgeworfen haben, sie bezieht nicht Stellung. Mhm. Na, sie sitzt alles aus, sie redet um alles rum, sie ist windelweich, sie lässt die Dinge laufen und so weiter. Und an diesem Punkt, an dem wirklich wichtigen Punkt, na, hat sie gesagt, so machen wir es jetzt. Und da stehe ich dazu und das ist meine ganz tiefe innere Überzeugung. Und dass das Reibungspunkte geben würde, dass damit nicht jeder einverstanden sein würde und dann ihre Beliebtheit runtergeht, finde ich erstmal ganz normal. Darin sehe ich noch gar keine Krise. Sollte sie nochmal antreten, Bettina Gauss? Nicht ob oder wir wissen es nicht, haben wir gerade gehört, aber sollte sie nochmal? Also jetzt bin ich in der Rolle der, nicht nur der Kanzlerinnenberaterin, sondern der Beraterin der Unionsparteien. Da muss ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Wenn ich versuche, mich in die Lage der Unionsparteien reinzuversetzen, ja, sollte sie, weil man kann ja Merkel auch nicht isoliert vom übrigen Parteienspektrum sehen. Also wenn man sieht, dass die SPD inzwischen beglückt ist, wenn sie 28% hat, muss ich sagen, 45% Zustimmung zu Merkel. Ich weiß, das ist nicht dasselbe. Ja, ist schon klar, ist nicht dasselbe wie die Stimmen zur Union. Ich finde es ja so schlecht nicht. Gemessen daran, wie beliebt sie früher gewesen ist, aber nicht unbedingt gemessen am Beliebtheitsgrad anderer Politiker. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mit Horst Seehofer die Union eine Wahl gewinnt. Aber ich meine, ja. Das sieht er anders. Man hat schon Pferde kotzen sehen. Aber ja, natürlich sieht er das anders. Es gibt ein ganz starkes Argument, was möglicherweise für Sie eins sein könnte. Es steht ja ein politisches Projekt bundesweit noch aus und das heißt Schwarz-Grün. Und das wäre natürlich die Koalition der Wahl nach der nächsten Wahl möglicherweise. Und das kann man sich nun ohne Merkel gar nicht vorstellen. Und dass sie das reizen würde, das zu machen, das glaube ich auf jeden Fall. Ich würde ganz kurz nochmal, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und der deswegen kombiniert mit dem, wir schaffen das vor einem Jahr. Ich wollte nur ergänzen, weil das meine nächste Frage gewesen wäre. Ja, dann lasse ich die Grünen beiseite. Ach so, nee, und sage nur, vor einem Jahr, wir schaffen das. Heute sagt sie, das war richtig, wir schaffen das. Ja. Und in einem knappen Jahr oder in einem Dreivierteljahr sagt sie, sorry, ihr schafft das schon, aber nicht mit mir. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ja. Und dann sagt die Union auch noch, dann nehmt lieber den Seehofer, der hat gesagt, wir schaffen das nicht. Ja. Ja? So, also, wie soll das gehen? Ja, ist denn Schwarz-Grün, ich dachte, darauf wollen Sie hinaus, ist Schwarz-Grün denn möglicherweise der Ausweg? Also Winfried Kretschmann und Angela Merkel haben sich ja in dieser Woche getroffen. Könnte das eine Perspektive für die Union in der nächsten Legislaturperiode sein, Hage Schumacher? Es ist eine feuchte Journalistenfantasie seit 20 Jahren. Ja? Gerade im Protest, im viel zitierten Protestantenlager, so Öko-Union. Also mir wird ein bisschen schwummerig im Hinblick auf die Radwegesituation positiv. mir geht das Kretschmann-Neske inzwischen echt auf den Puffer. Also ich bin übergekretschmannt, genauso wie ich überklaust war. Das ist mir alles eine Spur zu heilig. Also es wird dringend Zeit, dass der Bundespräsident wird. Da ist er dann richtig, da ist man dann in dieser, ich schwebe so übers Wasser und
und halte Besinnungsreden, da ist er gut aufgehoben. Wenn wir wieder zurück in der Realpolitik sind, natürlich gibt es Vertreter auch in dieser Union, die Schwarz-Grün anführen könnten, auch als Kanzler. Ich würde das weder für Frau von der Leyen noch für Peter Altmaier ausschließen. Und so ganz viele andere Kandidaten gibt es da im Moment nicht, in meiner Sicht. Also Thomas de Maizière hat sich freiwillig aus dem Rennen genommen. Der hat so ein bisschen das Henkel-Problem. Insofern, ja, es geht ohne Merkel. Wir haben auch mal gedacht, es geht nicht ohne Schröder. Es soll Menschen gegeben haben, die dachten, es geht nicht ohne Kohl. Und wir haben immer gesehen, ja, es geht. Insofern, naja, mit dem Argument, wer soll es denn sonst machen, ist die in 20 Jahren noch Kanzlerin. Aber wenn wir über Schwarz-Grün reden, ich meine, die Grünen und das grüne Milieu wird ja vielleicht damit fertig werden, wenn dir alleine Kretschmann auf die Nerven geht. Aber das Problem ist ja, Kretschmann geht inzwischen auch vielen innerhalb der Grünen wahnsinnig auf die Nerven. Und auch so strahlende. Das zeigt, dass diese Partei doch noch vernünftige Reflexe hat. Und so strahlende Lichtgestalten wie Boris Palmer, der inzwischen ja ebenfalls versucht, die AfD in Teilen rechts zu überholen, ist ja auch nichts, was für die Einheit der Grünen Partei spricht. Das heißt, ich habe diese Vorstellung, dass es für Schwarz-Grün reichen könnte, nie geteilt. Ich glaube, wenn es eine in die Richtung gehende Koalitionsaussage geben sollte, werden die Einbrüche auch bei den Grünen so groß sein, dass es dahin nicht kommt. Aber das Interessante ist ja, dass die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl die Matchmaker sind. Ne? Weil die beiden realistischen Optionen sind Rot-Rot-Grün. Wenn das hier in Berlin wie auch immer funktioniert, dann ist da schon mal so eine Art Blaupause gebastelt. Oder aber Schwarz-Grün. Immer sind die Grünen, wie früher die FDP, diejenigen, die die Mehrheiten verschaffen. Das ist das Hoch. Das ist noch nicht raus. Das kann auch bei einer großen Koalition bleiben. Die letzte Frage in dieser Runde zur CDU. In diesen Minuten wird ja in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Was wird in der CDU passieren, wenn die CDU in Mecklenburg-Vorpommern, was nicht ganz unrealistisch ist, nur drittstärkste Partei wird hinter SPD und der AfD? Viele Umfragen sprechen dafür. Wird das ab morgen zu größeren Verwerfungen führen, Lorenz Marold? Das glaube ich nicht, weil dafür ist Mecklenburg-Vorpommern auch zu klein. Mhm. Kleiner als Berlin. Das wird natürlich wird's, kleine Eruptionen geben, aber keine Folgen, keine politischen, glaube ich. Das könnte anders sein, wenn das in Berlin deutlich über die prognostizierten bis jetzt 12-15% wird. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass das Folgen hat, aber Mecklenburg-Vorpommern ist dafür eher zu klein. Und die Berliner CDU wär froh, wenn sie drittstärkste Partei wäre. Ja, ich habe es gerade nachgerechnet. Ja, könnte sein. In der Schlussrunde möchte ich die Expertise der hier sitzenden Journalisten-Koryphäen nutzen. Ich hab's ja schon mal gesagt. Also ich will sie wirklich legendären Schlussrunden. Ich will sie wirklich. Wir zittern wird das aufgenommen? Möglicherweise, ganz ehrlich, wird das morgen sogar noch mal gesendet. Wir haben nämlich ab morgen die Spitzenkandidaten der Berliner Parteien im Schönen Morgen zu Gast. Mhm. Und ich möchte natürlich möglichst konfrontative Fragen stellen. Und da ich jetzt hier diese Journalisten-Koryphäen haben, wollte ich mir von Ihnen helfen lassen. Deswegen wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir jeweils schon eine Frage sagen würden, die ich an die Spitzenkandidaten stellen könnte. Und deswegen die erste Frage, wir fangen mal mit Frau Fährle an. Was soll ich Sebastian Schaeyer von der FDP unbedingt fragen, wenn er morgen früh kommt? Ich lasse mal die anderen schon nachdenken. Frau Gauss, ja. Sie müssen sich was für Ramona Popp überlegen. Lorenz Marold natürlich für Michael Müller, weil mit dem kann er ja sonst nicht reden. Ich kann die Frage dann halt weiterreichen. Hajo Schumacher eine Verstößt Frage an... gegen die Regeln. Und Hajo Schumacher dann eine Frage an Frank Hinkel, genau. Aber los geht's mit Brigitte Fährle und Sebastian Schaeyer. Ob er gerne mit seinem Bruder im Senat sitzen würde. Ja, gut, werde ich stellen. Was Menschelndes. Ja, was Menschelndes, genau. Nicht immer nur so konfrontativ. Frau Gauss, Ihre Frage an Ramona Popp von den Grünen. Wie geht's Ihnen mit dem linken Flügel Ihrer Partei und wie wird es Ihnen nach den Wahlen mit dem linken Flügel Ihrer Partei gehen? Okay. Warum ich habe eine. Warum wollen Sie eigentlich nicht regierende Bürgermeisterin werden? An Frau Popp? Ja. Ja, dann mache ich beide, ja? Werde ich will beide Sie stellen. Das nicht? Herr Marold, Michael Müller, was soll ich Ihnen in Ihrem Sinne fragen? Ob er schon immer so ein misstrauischer, dünnhäutiger Mensch war oder ob das irgendwann passiert ist. Und da menschelt es auch. Hajo Schumacher, welche Frage darf ich an Frank Henkel weiterreichen? Warum reden Sie noch mit dem Tagesspiegel? Wäre jetzt billig. ich
würde sagen, Wildschweinplage im Grunewald, die Biester abknallen, ja oder nein? Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk. Vielen Dank an Lorenz Marold vom Tagesspiegel, an Bettina Gauss von der Taz, an Brigitte Ferle von der Berliner Zeitung und an Hajo Schumacher von der Berliner Morgenpost. Vielen Dank dafür. Danke. Noch kurz sitzen bleiben. Noch ein Hinweis, falls Sie mich überhaupt noch hören. Man sagt ja normalerweise, dass man am Wahltag selbst dann politisch besser nicht talken sollten. Da sollen die Leute wählen gehen und da werden tagsüber keine Argumente mehr ausgetauscht. Das haben wir von Radio 1 uns angehört und dann entschieden, okay, am 18. September in 2 Wochen, dem Wahltag in Berlin, machen wir eine Spezialausgabe des Kommentatoren-Talks im Tippi am Kanzleramt, zusammen nämlich mit Spiegel Online von 12 bis 14 Uhr. Karten gibt es zu kaufen. Also Spiegel Online wird das als Videostream zeigen. Wir werden eine etwas andere Besetzung haben als die heutige. Und wir machen dann mit Ihnen, den Radio 1-Hörerinnen und Hörern, die dann vor Ort sind, eine Testwahl. Also wir werden eine Wahlkabine aufstellen und Sie wählen dann schon mal. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ergebnis, was die Radio 1-Hörerinnen und Hörer wählen. Wir werden es erleben. Es gibt dann auch sofort eine Stimmenauszählung. Das machen wir heute in 2 Wochen. Und wer von Ihnen hier in der Runde kocht sehr gerne? Niemand. Jetzt kommt nämlich ein Spitzenkoch in die Hörbar Rust mit Bettina Rust. Sie ist schon da, sie sieht bezaubernd aus, kommt gleich mit ihrem Gast Christian Rach. Sie wissen, der Mann ist Koch und er ist Rach, der Restauranttester. Es geht hier gleich weiter. Vielen Dank, dass Sie da waren und bleiben Sie hier und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und einen schönen Sonntag. Dankeschön. Applaus